Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger. Telly Horst is back, bitches. Was für ein Jahr liegt hinter uns. Oh my God! 2020 ist etwas über uns gekommen, womit die Welt nicht gerechnet hatte. I am had it with these motherfucking snakes on this motherfucking flight. Herzlich willkommen zu Telly Horst. Horst, 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 Horst. I wish I knew how to quit you. Enough is enough! Herzlich willkommen. Holders. Der Telehorst. Mann. Telehorst. Son on the television. Horst, 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 Horst. Mit so einem komischen skandinavischen durchgestrichenen O. It's okay. Party's over. Ich habe echt sehr viel Flüssigkeit in mir. Es könnte sein, dass wir heute eine Premiere erleben. Zwei Premieren wahrscheinlich. Ach so, der Pizzadienst. Einmal ein Überraschungsgast auf meiner Seite und die erste Pinkelpause des Maximilian Rauscher. Herzlich willkommen. Erstmal hallo, gutes neues Jahr für alle. Erste Telehorst-Folge. Oh, stimmt. 2021. Oh Gott. Also zumindest regulär. Es fühlt sich heute alles so neu an. Wir haben ja auch das erste Mal einen aktuellen, offiziellen eigenen Social-Media-Auftritt. Und irgendwie bin ich ein bisschen nervös. Weil wir haben jetzt bestimmt ganz viele Zuhörer. Musst du aber nicht sein, denn das Wichtigste hat Bestand, nämlich unsere Besetzung. Also die Besetzung ist gleich geblieben. Max, Stu, Andi, genau in dieser Reihenfolge und rückwärts funktionieren wir. Hallo erstmal. Hey, hallo. Ja, und dann so klassisch, ich arbeite mal hier den Zettel runter. Du hast einen Zettel. Thema heute ist weibliche Directors of Photography. Piu, piu, piu. Weibliche Kameramänner. So. Man nennt sie auch Kamerafrauen. Ja, das ist, und wieder was gelernt. Ja, also das Jahr startet tatsächlich Trivia mit Bildungshorst, würde ich sagen. Und auch mit einem Horst, der mit der erhobenen Faust mal durch die Straßen zieht und sagt, ich packe meine Fackel jetzt mal aus, zünd sie an und zieh durch die Straßen, mal mit Faust, mal mit Fackel, doppelt gemoppelt, hält besser. Denn ich habe mich informiert und bin erschüttert. Ich habe echt nicht gedacht, dass es so wenige Kamerafrauen gibt. Aber es sind noch weniger, als ich dachte. Wisst ihr, wie viel Prozent der Hollywood-Filme von Frauen gekamerat werden? Ich habe im Zuge meiner Filmauswahl, ich kann ja schon mal vorwegnehmen, ich habe ja Mudbound von, also Kamera geführt hat da Rachel Morrison und da habe ich ein Interview mit ihr gesucht und es gab nach der Oscar-Verleihung, weil sie war auch als erste Frau für einen Oscar nominiert für die beste Kamera, 2018 war das Jahr und da saß sie dann, da gibt es ja immer dieses Spotlight, ich glaube Hollywood Reporter oder so machen nach der Oscar-Verleihung immer in jedem Segment halt dann so eine Runde, so ein Roundtable mit allen Nominierten und so, saß sie dann natürlich als einzige Frau zwischen Roger Deakins, der dann auch gewonnen hat, für Blade Runner 2041. Genau. Dann heute von heute mal war auch noch dabei. Das sind auch dann schon beide Kameramänner, die ich auch kenne, glaube ich. Also ich kenne mich in dem Metier nicht so aus. Aber sie erzählt dann auch ein bisschen, weil sie dann natürlich auch gefragt wird, ja, wie ist es so als Frau in der Sparte? Und sie sagt dann, glaube ich, 4% Kamerafrauen. 4% weltweit, 1,8% in Hollywood. Oha. Ich glaube sogar, dass es vor 5 oder 10 Jahren wahrscheinlich 0,5% nur war. Und dann habe ich diese Zahl habe ich in mein Gedächtnis bekommen und habe dann gleich mal erschüttert meine Freundin angerufen und gefragt, sag mal, woran liegt das? Sind euch die Kameras zu schwer? Hab keine Ahnung, wieso das so ist, ganz ehrlich. Ja, ich meine, ich kenne mich jetzt auch, ich bin jetzt kein großer Fotograf oder sonst wie, da haben wir ja auch den Max Ott, könnten wir mal fragen. Ich habe nur so das Gefühl, so in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis gibt es Fotografinnen, sehr viele und sehr gute und so. Und ich meine, dass man dann mal den Schritt in den Film rüber
macht, eigentlich naheliegend. Und man sagt ja auch, Frauen haben ja auch ein durchaus eventuell besseres visuelles Empfinden als Männer. Das sind natürlich alles Klischees, das kann man so nicht verallgemeinern, aber es gibt keinen Sinn. Genug Designerinnen, es gibt genug Fotografinnen. Mhm. Nur irgendwie in der Sparte, was für mich mehr oder weniger das Gleiche ist, Umsetzung von Dingen auf Quadrate oder Leinwände, ist... Aber das hast du ja auch in anderen Bereichen der Filmproduktion. Also Komponistin, wie viele... Mhm. Ja, die jetzt Joker da den Oscar gewonnen hat. Aber die ist ja auch eine, sag ich mal, eine Quereinsteigerin. Ansonsten fällt es mir echt jetzt schwer... erfolgreiche Hollywood-Komponistin zu nennen. Ich glaube, das einzige Metier, wo Frauen in Hollywood relativ oft vertreten sind, sind beim Casting. Also diese so Casting-Director sind oft Frauen. Und das ist dann aber auch eher so eine... Also ich will jetzt hier niemanden beleidigen, aber es ist halt nicht die vorderste Reihe der das Sachen, stimmt, die das immer stimmt. genannt werden. Das stimmt, kein Casting-Oscar, ja. Nee. Es ist ja echt peinlich, dass du, sag mal, wie viele nominierte Kameramenschen gab's schon für den Oscar? Da sagst du mal, 5 mal 100 in etwa, sind 500 Personen, circa, sagen wir mal, 400. Und da ist eine einzige Frau dabei. Ja, eben, sie hat ihn ja nicht mal gewonnen. Das war wirklich die erste Nominierung 2018. Ist krass einfach nur. Wobei, da muss ich sagen, der Roger Deakins hat schon zu Recht gewonnen. Ja, klar. Ich meine, darum geht es. Ja, die Konkurrenz war natürlich auch mit Dunkirk hier oder heute von heute mal. Es sind ja alles Top-Leute und so, aber trotzdem. Also schlecht sah ihr Mudbound auf keinen Fall aus. Ja, das stimmt. Ja, was haben wir denn alles mitgebracht? Also Andy hat sich für Mudbound entschieden. Habe ich schon vor längerer Zeit mal gesehen und jetzt dann halt eben bin ich wieder drüber gestoßen, hatte Lust, ihn nochmal zu sehen. Und ich habe gehört, dass es zumindest für den Kollegen Stu eine Erstsichtung war und ein Vorsatz fürs neue Jahr war ja, dass wir uns durchaus öfter mal wieder Erstsichtungen hier reinnehmen und nicht nur Super-Highlights, die wir eh schon alle kennen. Was halt nicht geklappt hat, welchen Vorsatz wir auch gestellt haben, war ja so ein bisschen, dass wir auch mal Gurken nehmen. Das hat nicht geklappt, weil wir haben halt 3 Top-Filme. Aber ganz ehrlich, wir haben ja hier einen Bildungshorst. Ja. Und wenn dann hier jemanden bilden wollen mit einem schlechten Film, ist es ja auch doof. Ja, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier schon dieses ganze Business anschauen, glaubst du tatsächlich, dass eine Frau Kamera führen hätte dürfen für irgend so einen Drecksrotz? Bestimmt schon vorgekommen, aber... Und wir müssen ja auch recherchieren. Also kommt sowas ja dann auch nicht irgendwie in den Listen vor, weil die einzigen Listen sind die 19 besten Filme, bei denen eine Frau Kamera geführt hat oder so. Da kommt nicht irgendwie Gremlins 5. Stu hat... Ich bedanke mich wieder mal für einen Schmankerl gesorgt, denn er hat sich für The Wrestler entschieden. Und ich wusste nicht, dass das auch eine Dame war, die da die Kamera geführt hat. Ja, Maryse Alberti oder Marie Alberti, weil das ist eine Französin, die schon seit Mitte der 80er im Filmbusiness aktiv ist, die echt ein paar tolle Filme, also hinter der Kamera stand, aber ihr letzter Film war Hillbilly Elegy von Ron Howard. Ja, die muss auch Miete zahlen. Ja. Hey, komm. Also, und sie wusste nicht wahrscheinlich, man muss es ihr zugutehalten, sie wusste wahrscheinlich nicht, was sich Ron Howard darunter vorgestellt hat. Ja, aber sie hat auch Verborgene Schönheit gefilmt, der auch auf eine faszinierende Art und Weise scheiße ist. Aber auch echt ein paar tolle Sachen, wie zum Beispiel The Wrestler oder von diesen Happiness, der auch toll ist. Ja, sie ist ja ganz ehrlich, allein schon mit The Wrestler, als ich damals The Wrestler sah, also die Bildgestaltung und Bildführung war das, was mir bei dem Film als allererstes aufgefallen ist, aber dazu später mehr. Denn ich würde sagen, wir fangen heute mal mit meinem Film an. Gerne. Ich weiß nicht, er ist erstens mal derjenige, der am frischesten ist. Zweitens würde ich sagen, wir nehmen Mudbound so als die Schinkenscheibe in die Mitte zwischen die zwei Toasthälften. Weil ich glaube, Mudbound, auch wenn es der Film ist, der praktisch am oscarigsten in die Kamerakategorie reingerutscht trotzdem ist. Trotzdem ein bisschen Untergang. Das ist doch der unbekannteste, gell? Ja, also allein, dass der Stu ihn schon nicht gesehen hat, das heißt schon einiges. Spannend.
Ja, für mich war es auch eine Erstsichtung. Also ich muss auch sagen, als ich habe ihn heute ja erst gesehen, ich wollte ihn ja ganz frisch im Gedächtnis haben. Und dann bin ich durch Netflix gegangen und habe halt den Namen eingegeben, Mudbound. Und dann musste ich leider feststellen, verdammt, der ist schon gefühlt seit 2 Jahren auf meiner Watchliste. Hm. Wollte ich jetzt endlich mal abarbeiten. Ich weiß auch nicht, wie ich da damals drüber gestolpert bin, aber später dazu. Erstmal kommen wir zu Max Pick. Übrigens, achso, wir machen jetzt Mudbound in der Mitte, ne? Ja. Okay, sorry, dann Entschuldigung. Dann hab ich nicht. Wieso? Weil ich noch damit angeben wollte, dass, glaube ich, Mudbound einen Oscar bekommen hat für den besten Song, meine ich. Ja, das auch. Das könnte sogar sein, aber ist auch naheliegend. Da spielt ja Mary J. Blige mit. Ist der einzige Film heute, den Oscar gewonnen hat. Ich fand aber ihre schauspielerische Leistung besser als ihre musikalische bei dem Song. Aber wie gesagt, da kommen wir später dazu. Alles später. Mein Film wurde ja für den Oscar, wie sagt man so schön, gesnappt. Ja. Denn der wurde gar nicht ausgewählt, weil die Franzosen einfach den Le Miserable ins Rennen geschickt hätten. Wobei ich sagen würde, ja gut, okay, der Konkurrent war Parasite von dir. Habt ihr Miserables gesehen? Den habe ich auch nicht. Ich habe beide nicht gesehen. Den habe ich auch im Kino gesehen. Ich habe beide im Kino gesehen, in München, im Theatiner. Ich freue mich schon drauf, wenn ich mal wieder französische Filme im Theatiner anschauen kann. Theatiner, die Anlaufstelle für französische Filme in München. Und jetzt gehen wir ins Jahr 1770. Marianne. Auf dem Schiff, fährt rüber, muss ein Bild malen. Für die Gräfin. Und am Ende geht's in die Oper. Ende. Ja, Ende. Nee, es geht um eine Liebesbeziehung, die sich entwickelt zwischen einer Malerin, Künstlerin, Marianne, die ein Porträt von Eloise zeichnen, malen soll. Und unter einem Vorwand von der Mutter von Eloise, im Nachfolgenden die Gräfin genannt, ja, auf eine Insel in der Bretagne gelotst wird. Weil, ja, Eloise soll verheiratet werden und das Bild wird dann so eine Art, das Porträt wird so eine Art Mitgift für ihren Mann, fürs Haus, für den Kamin oben drüber, so. Damit der Mann auch weiß, was er da eigentlich zu sich nimmt. Genau. Wie es halt früher so üblich war. Und weil man keine Familienfotos irgendwie machen konnte oder gab ja noch keine Tinder-Profile. wurde noch ordentlich gezeichnet. Jetzt ist halt nur eine Sache saublöd. Die Eloise will sich nicht zeichnen lassen oder malen lassen. Deswegen muss die gute Malerin wird so als Anstandsdame für Eloise, ja, wie sagt man, verkleidet? Nee. Engagiert. Unter diesem Vorwand läuft sie mit ihr immer täglich 2 Stunden die Küste entlang und aus dem Gedächtnis malt sie dann die Eloise. Ja, und so über die Zeit hinweg, bla 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 bla, freunden sie sich natürlich an und eine kleine Liebelei entsteht. Fertig. Es ist jetzt so. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass Eloise nicht die erste Wahl war, sondern ihre ältere Schwester. Die hat sich aber dann, bevor es dann zur Hochzeit kommen konnte, in den Tod gestürzt, weil sie halt nicht wollte. Ach ja, und Mama hat jetzt Angst, dass Eloise das Gleiche macht. Ja, das fand ich schon mal ziemlich cool. So ein bisschen so ein Geheimnis, was da so brodelt. Weil, wie gesagt, ich hatte den Film auch natürlich mitgekriegt, dass der super viel Lob abbekommen hat. Der war auch schon 1000 Jahre auf meiner Watchlist. Ich dachte immer, bin da nicht in der Stimmung dafür. Ich wusste aber überhaupt nicht, worum es geht. Aus irgendeinem Grund dachte ich immer so, ich dachte, es ist so ein richtig depressives Drama eventuell. War es dann aber gar nicht. Ich stelle mir gerade vor, wie Andi zu Hause vor seinem Beamer sitzt und dann sagt, wann brennt die Alte denn endlich? Genau. Nee, aber das fand ich schon mal total spannend, dass du halt diese Geschichte hörst von ihrer Schwester und nicht weißt, was da genau passiert ist. Und dann gibt es ja noch diese Magd oder wie nennt man sie, diese Bedienstete an diesem Schloss oder in diesem Herrenhaus, wie man das nennt. Das ist eine Haushälterin. Haushälterin, genau. Und die jetzt lässt ja so ein paar Infos droppen und so. Und dann wo man sie das erste Mal sieht, also diese Eloise, wie sie dann ihrem krassen Mantel da so steht und dann siehst du sie lange Zeit auch nicht von vorne und dann rennt sie erstmal so auf diese Küste zu. Das war richtig fesselnd. Also es war irgendwie... Wir müssen mal kurz erwähnen, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, es handelt sich um den Film Porträt einer jungen Frau in Flammen. Aber egal. Und da draußen denkt sich gerade eine ganze Zeit so,
The Wrestler habe ich mir anders vorgestellt. Ja, eben. Obwohl, da geht es auch viel um Kostüme und. Ja, Mickey Rourke möchte ein Bild malen. ich weiß noch, ich habe den in der Presseaufführung geguckt. Das war eines der strangesten Erlebnisse aller Zeiten, weil das war der erste Film des Tages und danach ging es weiter zu Rambo Last Blood. Und das war wirklich so wie Tag und Nacht. Und man kommt so total schwärmerisch, zufrieden und euphorisch aus dem ersten Film raus und geht dann in Rambo. Jetzt habe ich den Film damals erst gesehen, da war er schon ein Kritiker-Hype. Mhm. Da bist ja du praktisch mehr oder weniger davor reingerutscht. Ich habe ihn, glaube ich, schon so 2 Monate vom deutschen Kinostart gesehen, ja. Und warst du auch einer dieser Hype-Kritiker, hast du? Ich habe keine Kritik geschrieben, ich war da nur so drin, weil das kann man halt eben machen, wenn man da Pressevertreter ist. aber hätte ich eine Kritik geschrieben, wäre sie auch sehr euphorisch ausgefallen, denn ich fand ihn wirklich sehr stark. Und jetzt auch bei der Zweitsichtung hat sich das nicht geändert. Die Regisseurin und Drehbuchautorin, wie heißt sie nochmal? Céline Sciamma, hat das echt gut drauf. Also der Film hat eine unglaublich tolle Bildästhetik, Alter, die zu gleichen Teilen künstlerisch, aber auch naturalistisch ist, wie ich finde. Das sieht man auch so an kleinen Details. Zum Beispiel, wenn sie nackt im Bett liegen, haben sie halt Achselhaare und das ist halt alles nicht so perfekt. Ja, also wie normale Menschen. Aber dann gibt's auch wieder Bilder wie die eine Szene, die ich auch toll fand, die Andi schon angesprochen hat, wenn man zum ersten Mal das Gesicht von Eloise sieht, wenn sie so nach draußen geht, hat so eine Maske an, so einen Windschutz und dann rennt sie halt in Richtung Klippe und man denkt, was ist denn jetzt los? Und dann kurz vor der Klippe hält sie an und sie dreht sich um, ist erstmal ohne Maske, man sieht das erste Mal ihr Gesicht, ist eine umwerfend tolle Szene. Grandios. Ja, und auch dieses Bild, was ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr uns auf Facebook abonniert habt, vielleicht schon gesehen habt, weil ich musste dann einen Screenshot machen und hab's dann euch in die Gruppe gestellt, weil echt da so viele Bilder drin sind, die du halt, das passt so gut, weil es geht um Bilder malen, Ölmalerei, whatever. Und dann sehen viele Bilder davon in dem Film halt einfach so aus, als hättest du malen können an die Wand, wo diese 3 Frauen nebeneinander stehen und dieses Essen zubereiten, wie diese Kleider aufeinander abgestimmt sind und diese Lichtstimmung auch immer, dieses Kerzenlicht und so. Dann halt, dann diese Außenaufnahmen, das ist natürlich ein wunderschönes Setting auch, diese Küste, dieses Windige und ach, das ist einfach so wunderschön. Aber genau wie du es angesprochen hast, eben nicht alles hochglanzpoliert, sondern teilweise so natürlich. Und immer auch diese Kerzenlichtszenen, die haben mich halt auch so an so Ölmalerei erinnert. Sehr schwer, gerade bei Kostümfilmen, dass du diesen Naturalismus irgendwie behältst. Weil meistens hast du ja dann musst du für einen Film extrem pompös irgendwie arbeiten auf der einen Seite. Und ich finde, man dieses Karge merkt man sehr gut. Also ich meine, die haben halt mit einem Kamin geheizt. Das war so die einzige Quelle, die die Sachen warm gehalten hat. Und wenn halt dann die Sonne untergegangen ist, hast du kein Licht mehr gehabt. Das hast du alles irgendwie so gespürt. Ich war da so mittendrin in diesem 1770. Ja, und die Kostüme eben, weil sonst Kostümfilme ja oft so, wie du es schon gesagt hast, so pompös sind. Und hier, die haben ja keine, also die hat ein, sagt sie ja, das eine Kleid, dieses grüne Kleid, in dem sie gemalt werden soll. So, das ist das einzig Schöne, in Anführungszeichen. Ich fand es gar nicht so schön. Ich fand die anderen viel schöner. Aber dass die alleine schon, ich meine, die Malerin immer mit diesem braun-roten Kleid, dann Eloise hat immer so ein Schwarz-Blau und diese Magd, also diese Haushälterin, die hat immer so ein bisschen weiß mit so einem Gelb-Akzent noch und so. Wenn die nebeneinander standen, das war halt einfach echt perfekt. Das war so schön. Und auch, weil du es schon angesprochen hast, was ich jetzt total vergessen habe. Nee, das hast du gar nicht angesprochen. Irgendwie kam's, wollte ich darauf einsteigen, wie gefühlvoll und spannend und Dings und das. Was mir noch aufgefallen ist, dass das alles so emotional und so toll ist, obwohl in dem ganzen Film keine Musik spielt. Überpompös kam ich drauf, genau. Weil normalerweise hast du bei so emotionalen Szenen oder bei so Kostümfilmen öfter mal halt so Klassik, Gedöns und wenn es vor allem so emotional wird wie in dem Film, dann hast du halt da irgendwelche Streicher rumgeigen und so. Aber hier ist halt echt bis auf dieser Gesang an diesem Feuer und ganz am Schluss in der Oper halt noch, ist aber halt natürliche Musik. Aber es gibt keinen Score. Und das ist mir so spät erst aufgefallen, weil ich ihn gar nicht vermisst habe, weil ich so gefesselt war. Ja, aber das Schöne ist ja dann, wenn halt Musik kommt, wie gesagt, dieser atonale Chor am Feuer und halt eben zum Schluss diese Oper, das hat ja alles auch eine Aussage. Das ist ja nicht zur Beschallung. Genau. Oder das hat ja, wie gesagt, eine
eine berechtigte Existenz in diesem Film. Stimmt, sie spielen ja auch noch Klavier zusammen einmal und das fand ich auch eine super geile Szene, weil Marianne heißt die Künstlerin, gell? Ja. Marianne, Eloise, die ja da so voll abgeschottet lebt, weil die durfte anscheinend ja nie raus, man weiß es ja nicht so genau, aber eben weil die Schwester sich anscheinend umgebracht hat und generell die Schwester davor wahrscheinlich auch, wurden da ja richtig abgeschottet und eingesperrt und die kennt keine Musik außer ihre Kirchenchöre und so und dann will ihr Marianne halt auf dem Klavier ein bisschen was zeigen und das fand ich so nett, weil sie konnte es halt auch nicht so richtig, aber trotzdem. Weil sie ein so nett gespielt hat. Ja. Ah, ein so nettes. Aha, Entschuldigung. Oh Gott, ich bin. Okay. Okay. Nee, aber das fand ich halt so schön, weil ich dachte mir schon so, ach jetzt komm, die kann so geil malen, jetzt kann ich auch noch Klavier spielen, das geht nicht, das darf sie nicht. Und so. Und dann, ja, aber du musst sagen, die hatten früher keine Playstation oder sonstige Sachen, wo sie mehr oder weniger ihr Talent verschwenden konnten. Die haben halt gelesen, gemalt und geklaviert. Ja, das war echt spannend, weil ich meine damals eben als Frau in der Zeit, ich habe jetzt wenige geschichtliche Essays noch darüber gelesen, aber das kann man sich ja vorstellen. Aber dass Marianne dann natürlich so ein bisschen so eine, ja so eine spezielle Figur ist halt, weil sie malt halt, gibt Unterricht, darf natürlich viele Sachen nicht, also sie darf zum Beispiel keine männlichen Aktmodelle zeichnen und solche Geschichten, aber sie ist doch relativ unabhängig irgendwie für diese Zeit und eine ziemlich coole, starke Frau, wenn man das so sagen kann. Und wie sie dann halt diese Eloise da auch so ein Stück weit rausholen will und ihr ein bisschen so die schönen Seiten des Lebens beschreiben und erzählen will und so. Total nett. Diese Marianne ist ja auch in der Hinsicht interessant, weil zu Beginn ist für sie ja Kunst einfach alles. Ihr ist ja auch Eloise relativ egal. In einer der ersten Szenen, wenn sie da mit dem Boot ankommt und ihr fällt ihre Kiste ins Wasser mit den Malmaterialien und springt sie ja selbst in die Fluten hinterher, was ja von den Männern nur so belächelt wird. Aber am Anfang ist die Kunst für sie, glaube ich, echt alles. Und dann mit zunehmender Zeit wird die Kunst nicht ein bisschen unwichtiger für sie, weil sie eben Eloise hat. Und ich hatte so für mich das Gefühl, dass am Ende, weil wir erfahren ja dann, dass sie nach ihrer zwanghaften Trennung, nenne ich es mal, sich nochmal indirekt wiedersehen, dass sie dann irgendwie für sich vereinbart hat, vielleicht ist die Kunst das, was sie ganz alleine liebt. Also so wirkte das Ende auf mich. Für alle neuen Zuhörer, die uns jetzt über unsere supergeile Social-Media-Präsenz entdeckt haben, ist euch schon klar hoffentlich, dass das hier ein super Spoiler-Format ist und dass wir von vorne bis hinten über alle Filme von vorne bis hinten quatschen und wir uns nicht zurückhalten. Also wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, Pech gehabt. Wollte ich hier nur mal erwähnen. Ja, aber zum Thema Spoiler muss ich auch sagen, ich glaube, dass jetzt meiner Ansicht nach Porträt einer jungen Frau in Flammen ein Film ist, der funktioniert auch, wenn man weiß, was passiert. Denn, wenn man mal ehrlich ist, es passiert ja gar nicht mal so viel. Ja, vor allem nichts Unerwartbares eigentlich. Also ich meine, es hätte natürlich so sein können, dass sie die zeichnen und dann wieder heimfährt. Punkt. Ja, oder sie kommen zusammen und sie fliehen zusammen. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Aber eben, das fand ich halt auch schön, dass es so diese bittere Note dann hat. Aber oh Gott, diese Schlussszene, da können wir später nochmal drüber reden, das ist halt großartig. Ich meine, das ist 1770, da gibt es dann sicherlich keine Lesben-Ehe. Ja, der Film ist einfach wunderbar in all seiner erzählerischen Struktur, aber natürlich auch eine tolle Bildsprache. Und weil, Andi, du hast es schon erwähnt, auch diese ganze Beleuchtungsgeschichte mit diesen Kerzen, das ist nicht so einfach. Mhm. Ich fand es auch total crazy, wo dann mal, also der ist ja eben so krass naturalistisch, aber es gab zweimal diese Szene, wo sich dann Marianne, diese Eloise so einbildet, wie sie wie so ein Geist in solchen dunklen Zimmern dann so erscheint irgendwie. Das hat mich zuerst voll rausgerissen, aber irgendwie war es auch geil. Also irgendwie fand ich, das war so unerwartet und so ein bisschen so ein Fremdkörper drin, aber es hat nicht gestört, sondern das hat dem Ganzen noch so eine, ich saß hier dann so zu Hause und ich fand es dann teilweise sogar so ein bisschen, ja nicht gruselig, aber halt echt auch so spannend irgendwie. Ja, es ist dann dieser Aspekt des Gemäldes, weil ich finde, es gibt schon sehr viele Szenen, in denen praktisch so der Aufbau des Bildes an sich doch sehr porträtiv, kann man das so nennen, ist oder sehr malerisch. Du hast ja auch oft irgendwie so die Ausschnitte,
wie die Personen im Bild dann stehen und gewählt werden, sehr zentriert und ist jetzt nichts Neues, nee, aber wie sie dann auch aussehen und wie sie dann da sitzen, du hast immer so dieses Gefühl, jetzt wenn um meinen Fernseher ein Rahmen rum wäre, dann wird das passen. Ja. Ja, und das Coole ist halt, dass es irgendwie diese, zwei, dreimal habe ich eben so Screenshots gemacht, weil ich dachte so, boah, wie geil das ausschaut und so, aber es wirkte trotzdem nie so krass konstruiert und nicht so gewollt halt irgendwie, obwohl es so wunderschön war und so, hat es sich so natürlich ergeben und das war dann so eine Szene, die jetzt nicht so pompös war, sondern eben die schnipseln da gerade ihr Essen, die eine schenken Wein ein, aber es sieht halt einfach mega gut aus, aber trotzdem war es nicht so, ich weiß nicht, ob das jedem dann so geht, aber ich war bei dem ganzen Film allein schon, ich bin ja so ein bisschen zeichnerisch, ich male jetzt keine Ölbilder oder so, aber trotzdem bei dem Film dachte ich mir die ganze Zeit, ich würde es jetzt gerne. Ich hole mir sofort eine Leinwand aus dem Keller und fange hier das Malen an. Hab's dann aber nicht gemacht, weil ich wüsste, es würde sofort scheitern und in die Hose gehen oder so. Aber das macht einfach so Spaß. Ich mochte diese Malszenen alleine schon, wie sie auch drüber sprechen, was das Bild jetzt gut und authentisch macht und was nicht und so. So ein bisschen diese Gefühlsebene, das fand ich total schön einfach. Weil wie sie die auch dann challenged, also die Eloise dann halt zu Marianne sagt so, ja nee, das ist jetzt nix. Aus Gründen und so. Und irgendwie fand ich das alles total spannend, eben aus dieser künstlerischen Sicht auch irgendwie. Das ist halt ein spannender Kostümfilm, in dem nichts passiert. Ah. Ja. Und ein wunderschöner Kostümfilm. Dank Kamerafrau Claire Maffand, die dafür einen César bekommen hat. Also den französischen Oscar. Ich habe einen Film gesehen, wo sie auch die Kamera gemacht hat, mein Alles, der auch ganz toll war, wie ich fand. Hat die so einen eigenen Stil? Weil ich kenne nichts von ihr. Also ich weiß halt nur jetzt diese Arbeit und könnte mir vorstellen, dass da doch sehr viel von ihrem Können halt ganz einfach dafür sorgt, dass Porträt einer jungen Frau in Flammen so aussieht, wie es aussieht. Also ich habe jetzt auch nur die beiden gesehen, aber ich finde, was die beiden verbindet, ist halt diese naturalistische Visualität, die aber auch was sehr Künstlerisches hat. Wobei, das sei erwähnt, ich habe mein Alles einmal gesehen, das war also damals Kino kam, 2015, 2016, also jetzt auch ein bisschen was her. Aber empfehlenswert der Film. Jetzt muss ich hier gerade noch schauen, weil nämlich irgendwie 2017, da habe ich Ein königlicher Tausch, auch ein französischer Kostümfilm kam dann ins Kino, den fand ich auch sehr gut und jetzt habe ich gerade geschaut, ob die da zufällig auch, aber war nicht Kamera, die oder waren ganz andere Leute, ist ja auch egal. Und auch der Film war halt auch, der war schon cool, aber da war das genau so, wie wir vorher schon besprochen haben, was Porträt einer jungen Frau in Flammen so gut macht, dass es so natürlich und naturalistisch und unaufgeregt klingt. Bei dem Film, dieser königliche Tauschdings, da haben sie sich schon richtig in dieser Kulisse und den Kostümen so richtig gelabt und wollten das so richtig geil und Dings und die Musik und so. Der war schon gut, aber auf einer ganz anderen Ebene irgendwie. Ja, tatsächlich musste ich jetzt bei Porträt einer jungen Frau in Flammen immer ein bisschen an Barry Lyndon denken. Ich weiß aber nicht, wieso, weil er ist eigentlich ist es genau das Gegenteil davon, weil Barry Lyndon sind halt immer 300 Millionen Schauspieler auf einem Fleck gewesen und hier halt vier. Der Film Porträt einer jungen Frau in Flammen wird auf jeden Fall hundertprozentig den Bechdel-Test bestehen. Ich glaube, es gibt kaum einen Film, in dem Männer so wenig eine Rolle spielen wie bei... Das war ganz lustig, ich war vorgestern bei einem Kumpel, haben wir auch einen Filmeabend gemacht und da habe ich erzählt, weil die Freundin auch Französin ist und so und dann habe ich halt gemeint, hey, die haben dann irgendwie über Le Pen gesprochen und dann französische Filme generell und habe ich gemeint, hey, ich habe gestern einen geilen französischen Film gesehen, kennst du den schon? Hat die Freundin gesagt, ja, kenne ich, geil, aber sie wollte mit ihrem Freund noch nicht schauen, weil sie gemeint hat, da hat er bestimmt keinen Bock drauf, weil das ist ja voll der Frauenfilm oder so und dann... Da würde ich jetzt gar nicht... Dann hab ich auch gesagt, hey, was soll das jetzt heißen? Ich bin Mann, ich fand den super krass und ich kenne auch 1000 andere, die den auch schon super fanden und so. Also ich kann schon verstehen, warum sie es vielleicht gesagt hat. Es geht dann ja auch so, wie diese drei Frauen dann mit ihren Problemen umgehen. Dann geht es ja noch um die ungewollte Schwangerschaft, Periode, sonst irgendwie was und so. Aber das ist alles so, dieses Dreiergespann ist einfach so sympathisch und cool. Es ist schon ein mega weiblicher Film, weil halt die Schauspielerinnen sind allesamt weiblich, Regie ist weiblich, Kamera ist weiblich, Schnitt, weiß ich jetzt gar nicht, keine Ahnung. Ist ja letztlich auch vollkommen egal.
es ist einfach ein sehr, sehr guter Film. Ja. Ich hätte noch was, ich habe mich gefreut, ich habe ewig während dem Film immer überlegt, woher kennst du diese Herzogin oder die Gräfin, und jetzt habe ich sie gegoogelt und das ist Valeria Golino aus Hot Shots. Hot Shots 1 und 2, genau. Und ich habe die vor ein paar Jahren, vor zwei, drei Rain Jahren, Man, auch in einem Drama gesehen, in einem französischen. Ich glaube, der hieß irgendwie Nur meine Tochter oder so. Und da war ich auch total überrascht, als ich hier auf der Leinwand gesehen habe, dachte, das ist doch die aus Hot Shots. Auf Hot Shots wäre ich aber nie gekommen. Die war halt vor Hot Shots eine sehr aktive und sehr erfolgreiche europäische Schauspielerin. Und sie ist auch in Würde gealtert und macht den Job auch immer noch großartig. Ja, Hammerfilm. Aber ohne Scheiß, ich wusste die ganze Zeit nicht, worauf es läuft jetzt hinaus und so Ding. Dann passiert das und passiert das und so. Und dann dachte ich schon, ja, wie hört der Film jetzt auf? Und dann habe ich nicht gedacht, dass sie noch so eine starke Szene finden, um diesen Film zu beenden. Und da dachte ich auch, meine Fresse, also hier Adele Hanel, oder wie man sie auch mal ausspricht, so geil, wie du sie einfach nur eine Minute lang siehst, wie sie auf diese Musik reagiert, das fand ich großartig. Das Ende ist super. Ich weiß, damals im Kino habe ich geflennt. Ich glaube, ich habe den Film einen Monat oder eineinhalb Monate nach Midsommar gesehen und habe mir gedacht, okay, das ist das gleiche Ende ohne brennenden Bären. Und irgendwie so. Wie kommt man darauf? Also ich habe, wie gesagt, mir den Film anders vorgestellt, komplett. Ich dachte, das ist eher so ein bisschen Psychothriller-mäßig. Ich wusste überhaupt nicht, worum es da geht oder so. Aber trotzdem, dieses Bild, was man ja auch sieht ganz am Anfang von dieser Frau, wie sie da in der Nacht steht mit diesem brennenden Kleid und so, dachte ich, Wunder, was da passiert. Und dann ist es einfach völlig random nebenbei bei dieser Messe oder so. Und dann brennt ihr Kleid ein bisschen, dann wird es wieder gelöscht. Ja, die läuft halt zu nah am Lagerfeuer. Ja, genau. Und es ist so beiläufig. Voll beiläufig, aber dieses Bild ist so schön, wie sie sie anschaut, und den Film so zu nennen, das Bild und dann über Bilder und Dinge und so, also diese Idee zu dem Film finde ich einfach so krass großartig. Was ich merke, wir drei sind auf jeden Fall begeistert und werden da eine totale Empfehlung an alle geben, die den Film noch nicht gesehen haben, und auch ein Schämt euch, dass ihr den Film jetzt noch nicht gesehen habt. Übrigens, den gibt es aktuell bei Amazon Prime, wenn ihr Prime-Mitglied seid, könnt ihr ihn umsonst gucken. Und wenn nicht, dann leiht ihn euch für 93, wie ich, ist es wert. Ja. Gehen wir mal nach, halt, wollten wir eine Wertung abgeben? Nein. 5, 15 Punkte, sehr schön. Ich gebe aus irgendeinem Grund nur 4,5. Ja. Weil ich meine Meisterwerke, es ist ein Meisterwerk, aber ich lasse immer gerne noch ein bisschen Luft nach oben. Gut. Jetzt gehen wir nach Mississippi. Oh. Zu Menschen, die aus dem Krieg rauskommen oder vor dem Krieg oder Ding, Zweiter Weltkrieg, an der Farm wohnen, und Mary J. Blige, an die ich übergebe. Oh Gott. Jetzt bin ich wieder mit meinem Spezialthema dran, Filme zusammenzufassen, vor allem bei dem Film. Ja, du kannst einfach sagen, Mudbound ist ein Film, den jeder kennt, und dann werde ich einwerfen und sagen, nee, kennt niemand. Kennt keine Sau. Da sind nur Banausen unterwegs. Wir kennen vielleicht so Filme wie Vaterfreuden oder Nightlife, aber nicht Mudbound. Nee, es geht um die Familie McAllen, beziehungsweise um den Jason Clarke, von Jason Clarke gespielten Herren McAllen, Henry, oder wie heißt er? Henry McAllen, glaube ich. Wann spielt der Film? Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, würde ich sagen, also in den 40er Jahren. Kurz vor und kurz nach. Kurz, genau. Das ist, ich habe die ganze Zeit mir den Kopf zerbrochen. Wie nennt man eigentlich solche Filme, die halt einfach so eine lange Periode, also Zeit abdecken? Gibt es da einen Begriff dafür? Sowas wie die Verurteilten, dachte ich so. Das ist ein Dekadenfilmchen oder sowas. Keine Ahnung, nenn es doch, wie du willst. Erfind was. Ich kam da nicht. Mir liegt es auf der Zunge, aber vielleicht gibt es auch keinen Begriff. Und ich Period Picture? Ich weiß. Period Picture? Nee, ja. Egal. Liebe Zuhörer, schreibt uns, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Henry McAllen zieht mit seiner neuen, jungen, wunderschönen Frau, gespielt von Carey Mulligan, habe ich noch rausgefunden. Das sind so Schauspieler, die sind alle, kannte ich alle vom Sehen. Man kennt die Gesichter, genau, und kennt keine. Das ist ja, die spielt auch in Drive mit zum Beispiel. Gell? Aber egal, machen wir hier nicht so viele Fakten. Auf jeden Fall zieht er halt mit seiner Frau auf, er will eine Farm gründen, wie sagt man, aufmachen, keine Ahnung.
Komm, mach mal meine Farbe auf. Er kauft sich ein Stück Land, ein schönes Landhaus. Leider wurde er da ein bisschen beschissen. Darf dann nicht in diesem Landhaus wohnen, sondern muss halt auf seinem Feld, auf seinen Feldern da in so einem kleinen, in so einer kleinen Hütte absteigen. Mit seiner Frau, seinem Bruder und seinem Vater. Und wohnt dann halt eben Seite an Seite mit den Bauern, die auf diesem Feld arbeiten. Allesamt afroamerikanische Mitbürger, die halt da angestellt sind und diese Felder bewirtschaften. Und vor allem die Familie Jackson, heißen sie, die dann auch mehr oder weniger für diese McAllens arbeiten. Und daraus entstehen dann halt ein paar Konflikte, weil in dieser Zeit, in dieser Gegend, ich weiß gerade gar nicht, wo das spielt, irgendwie in Südstaaten halt. Mississippi. Mississippi, ja genau, okay, danke. Hast du schon gesagt, stimmt. Ja, der Vater zum Beispiel, hier gespielt von, wie heißt er aus Breaking Bad? Jonathan Banks aus Breaking Bad. Genau, genau. Spielt halt den Ober-Super-Arsch-Rassisten, der halt dann die ganze Zeit diese afroamerikanische Familie anpöbelt und so und es denen verbietet, aus der Vordertür zu gehen und so weiter. Und deswegen gibt es da sehr viel Konfliktpotenzial. Die Frau, also Carrie Mulligan, freundet sich andererseits mit der Mutter dieser anderen Familie an, weil die ihr auch hilft, nicht ihr Kind zu gebären, das klappt leider nicht, aber halt ihr medizinisch hilft und so. Sie helfen sich auf der einen Seite, aber es gibt trotzdem natürlich diese shitty Rassentrennungsdinger immer noch, wo ich mir immer denke, so Alter, egal. Ich habe mir in letzter Zeit viele Filme in die Richtung angeschaut, den mit dem Stu zum Beispiel, One Night in Miami haben wir ja gesehen. Dann habe ich mir diesen Da Five Bloods angeschaut und dann Mudbound und diese drei Filme hintereinander thematisch alle irgendwie verwoben und so und da wirst du echt sauer einfach nur. Auf jeden Fall müssen dann noch, was auch noch passiert, der Bruder, der jüngere Bruder von Henry wird eingezogen im Zweiten Weltkrieg und eben auch der Sohn der Familie Jackson. Die kommen beide nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein bisschen traumatisiert nach Hause, befreunden sich auch sehr, also weil zum Beispiel der Sohn dieser McAllens gemerkt hat, ihm hat zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg ein afroamerikanischer Pilot das Leben gerettet und so und er hat damit abgeschlossen mit dieser Scheiße und so und ja, ich glaube, soweit kann man es erstmal zusammenfassen. Ja. Was auch noch vielleicht wichtig ist, dass der Jamie McAllen im Gegensatz zu dem Ronzel Jackson, dass der halt mit einer posttraumatischen Stresssyndrom nach Hause kommt, während der Ronzel, komischer Name Ronzel, aber okay, es relativ, sag ich mal, gut überstanden hat und sogar in Deutschland eine Frau kennengelernt hat. Mhm. Ja, es passiert einfach unglaublich viel in dem Film. Also es gibt Gegensatz zu Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ja. Ja, ich habe den damals so völlig unvorbereitet. Ich habe mich einfach so durch Netflix gesappt und irgendwie auf dem hängen geblieben. Ich habe noch nie davon gehört. Wie gesagt, wie schon vorher erwähnt, die Schauspieler sind jetzt alles nicht so die A-Lister, würde ich sagen. Aber egal, aber trotzdem krasser Cast. Also ich fand es super. Also Mary J. Blige wurde ja, wie gesagt, auch für einen Oscar in Nebenrolle. Ich würde es sogar ein bisschen als Ensemble führen. Ja. Weil ich finde, gibt es da eine richtig, wirklich eine Hauptfigur? Ja, würde ich auch sagen, dass es sie nicht gibt. Ich glaube, dass wenn man es sind vier. Also der Jamie und der Ronzel definitiv und dann aber auch ihre Väter, beziehungsweise der Bruder, also Henry und der Vater von Ronzel ist der Hap. Das fand ich ja auch irgendwie ganz interessant. Eigentlich hätten die sich unglaublich perfekt unterstützen können und alles wäre prima, aber sie kriegen es nicht hin. Henry, der ist auch ein Rassist, aber jetzt nicht so sehr wie sein Vater Peppy oder Poppy, der hat so ein ganz, ich glaube Papi heißt der. Ja. Ja, Peppy. Der wirklich ein Oberrassisten, Arschloch, Wichser ist vor dem Herrn. Ja. Aber irgendwie ist es da nicht nur Rassismus. Ich hatte auch das Gefühl, es ist oftmals auch so ein bisschen falscher Stolz und auch Furcht vor den anderen, die dazu führen, dass eigentlich wäre es einfach gewesen. Man hätte sich einfach unterstützen können und sich gleichberechtigt, wenn man sich gleichberechtigt behandelt hätte, wäre das easy peasy gewesen. Abgesehen von dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Ich fand auch diesen Henry eigentlich eine der spannendsten Figuren und Jason Clarke fand ich da, der ist ja manchmal so, ich mag den aber mittlerweile sehr gerne eigentlich und hier fand ich den auch cool, weil es fängt ja so ein bisschen an, du denkst, er ist der Hauptdarsteller, weil es dreht sich schon alles so ein bisschen um ihn, wie er diese Frau kennenlernt und Dings und hier, aber er ist jetzt trotzdem erstens nicht der charmanteste Typ, dann eben sein Rassismus, wo er dann zum Beispiel in diesen Laden reinkommt und dann halt sagt, hey, junger Mann, bitte die Hintertür oder so, der ist nicht so offensiv rassistisch wie jetzt sein Vater oder so. Bei ihm wirkt es eher so,
so gelernt und für ihn ist es selbstverständlich, aber er hat eigentlich nichts gegen die Leute. Aber er wirkt wie einer, dem könnten wir es schon noch austreiben. Ja, genau. Wo er dann auch hinfährt zu der Familie und dann nochmal die Entschuldigung einfordert, der wirkt halt so super korrekt in seinem scheiß Schädel und denkt immer, das sind so Regeln, die muss er halt befolgen. Halt einfach so ein, ja, so ein Traditionsmensch, keine Ahnung, Arschloch. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass er relativ egoistisch ist. Ja. Ja, auch wie er mit seiner Frau umgeht. Er denkt am Ende, denkt halt immer nur zuerst an sich. Mhm. Mhm. Ich glaube, das geht ja gleich los, wo er dieses Haus kauft, ohne seine Frau zu fragen und so. Ja, stimmt, weil irgendwie fand ich ihn halt echt. Eigentlich ist er schon ein unsympathischer Arsch, aber trotzdem jetzt kein Bösewicht im klassischen Fall, wie jetzt zum Beispiel der Vater ist so. Und ich glaube, dass er nicht ganz so wirkt wie ein Riesenarschloch, liegt, glaube ich, echt daran, weil du halt neben ihm dann seinen Vater hast. Ja, das stimmt. Mit seiner Arschloch-Strahlkraft ja, echt einfach mal übertüncht. Ja, stimmt. Eigentlich ist Henry auch schon ziemlich Arschloch. Also allein schon, wie er mit der Frau umgeht und so. Und ich meine. Ja, ich meine, du bist halt eben in diesem blöden Zeitalter, da kommt halt dann praktisch zum Rassismus einfach nur mit dazu, dass Frauen eigentlich auch eher einen häuslichen Wert haben, aber ansonsten nicht ganz so viel. Der Film hat in mir sehr viel Wut so hochkochen lassen. Also es gibt viele Filme, sage ich jetzt mal, die mit so einem Rassenthema irgendwie kämpfen, die schaue ich mir an und dann sage ich danach, okay, ich habe jetzt ein bisschen was gelernt über die Zeit, aber die mich emotional nicht so wirklich packen. Und der Film, der hat mich richtig, richtig wütend. Ja, wiederum fand ich eine schöne Szene, dass wo Carey Mulligan, wo sie dann da einziehen, weil sie erstmal nicht in dieses scheiß Haus können, weil sie da irgendwie betrogen wurden, dann ziehen sie in diese Hütte, wo sie sich dann durchsetzt, dass der Nazi-Vater im scheiß Schuppen schläft und das Klavier dastehen bleibt irgendwie. Das ist die einzige Szene, wo sie mal auf den Tisch schaut. Also da gibt es vielleicht noch mehr. Die hatte auch ihre Momente, wo man sich gefreut hat, so endlich mal. Und dann auch, wo sie dann sich öfter mal durchsetzt halt irgendwie. Kleinigkeiten und so. Ich muss sagen, ich hatte am Anfang meine Probleme, in den Film reinzukommen, weil er arbeitet schon relativ oft mit Voice-Overn. Und ich habe es mir selbst irgendwie beigebracht, wenn jemand einen Voice-Over macht, dann ist das die Hauptfigur. Mhm. Und in dem Film hat aber jeder der Hauptdarsteller nächstes Mal immer so Voice-Over-Momente. Und ich fand auch so von der Dramaturgie, es brauchte so ein bisschen Anlauf und es wurde ja auch viel erklärt. Warum arbeitet der Hap Jackson auf der Farm und warum kann der irgendwie da Geld verdienen, aber die Farm gehört ihm nicht und so. Das wird ja alles so nach und nach und nach erklärt. Deswegen die ersten so 15, 20 Minuten fand ich ein bisschen schwierig, um reinzukommen. Das geht ja bei einer Laufzeit von über 2 Stunden. Es sind nur 2 Stunden, aber danke. 1,35 steht hier. Ja. Ruhig jetzt. Ess deine Pizza. Was der Film aber wirklich toll macht, von Anfang bis Ende, und da kommen wir zu unserer heutigen Thematik, die Bilder sind halt famos, wie ich finde. Also Rachel Morrison, die ja dafür an Oscar nominiert gewesen war, hat wirklich das sehr schön visuell eingefangen. Ich finde auch, zu dem Titel entsprechend, finde ich, diese Stimmung auf diesem Schlammfeld halt einfach irgendwie. Und die haben das auch, ist natürlich auch Regie zu verdanken und so, aber die Bilder sind geil, also diese Naturaufnahmen, diese weitläufigen und dann halt auch großartige Szene, wo dann sie, die Frau halt, Carey Mulligan, sich immer, wo sie dann auch so sagt, ja, Samstag ist mein Lieblingstag, weil da kann ich mich endlich mal waschen, und wo dann der Bruder ihr diese Dusche baut und so. Und das war auch so schön im Hintergrund, diese Sonne und Dings und so. Aber fühlt sich so richtig dreckig bei dem ganzen Film. Und das macht, das ist echt, ja, Kamera, Regie, was auch immer, diese Stimmung, die zu diesem Titel halt einfach, es passt perfekt. Na, ich finde es ist ein bisschen bezeichnend. Also ich bin mir nicht sicher, ob damals, als es um die Nominierten für den Oscar ging, ob es da damals schon irgendeine Diversitätsdebatte gab. Also die Diversitätsdebatte gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Ne? Okay. Also ich würde behaupten, dass Mudbound auch nominiert worden wäre, wenn es ein Mann an der Kamera gemacht hätte. Also sprich, würde ich da jetzt nicht sagen, hey, wir brauchen jetzt unbedingt, die ist nicht nur nominiert worden, weil die Leute endlich mal eine Quotenfrau brauchten, böse gesagt.
ich finde es ehrlich gesagt auch bezeichnend, dass der Film, weil ich glaube, da gab es damals echt auch saugute Konkurrenz, was die Nominierten anging, und Mudbound an sich nicht unbedingt einer von diesen A-List-Filmen war damals, oder? Ja, also das ist übrigens auch das Jahr 2018, ne? Da haben wir den Roger Deakins für Blade Runner 2, da haben wir Bruno Delbonnel für Die dunkelste Stunde, heute Van Hoytema für Dunkirk, Rachel Morrison halt für Dunkirk und Mudbound. Und Dan Lawson für Shape of Water. Also das waren schon, also bildlich waren die alle toll. Ich fand aber auch, mir sind auch kleine, weil das fand ich schön, jetzt schön, dass du das Thema ausgesucht hast, weil sonst lasse ich das halt über mich hinweg prasseln, achte nicht so auf einzelne Aspekte, aber da waren auch so kleine Kniffs drin, die ich halt immer cool fand, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, wo er dann hinten aufs Auto, weil der der Sohn der Familie Jackson ja zuerst denkt, er kann bei diesem, ach Gott, die Namen, bei diesem anderen Typen, Jamie nicht jetzt vorne Bruder rein. Und dann springt er halt hinten auf diesen Pickup-Truck drauf und wie dann die Kamera da so installiert ist, dass das dann so mitwackelt. Das waren halt so Kleinigkeiten. Ich meine, das, dafür ist der Kameramann verantwortlich oder die Kamerafrau in diesem Fall, Entschuldigung. Und ich fand es irgendwie, da sind so Bilder drin gewesen, an die konnte ich mich halt von der Erstsichtung noch erinnern, dass ich die halt irgendwie stark fand und cool und schön. Und eben, wenn mir sowas in Erinnerung bleibt, da kommen wir beim Wrestler später noch drauf, dann sagt das eigentlich schon alles. Und diese Naturaufnahmen, diese weitläufigen Panoramen da mit diesem, ich meine, das ist Wetter natürlich auch schuld, dass es geil aussieht, aber du musst es auch irgendwie einfangen. Also diese krassen Wolkenbrüche da und so, das sieht einfach super bombastisch aus, wie in so einer Naturdoku halt irgendwie. War schon geil. Also für mich bildlich ist der Film echt immer am stärksten, wenn er einfach, wie zu Beginn der Besprechung gesagt haben, wenn er Matsch einfängt. Ja, wenn man sieht, wie die Leute da rumlaufen, das wirkt so, das wirkt wirklich so, als würden die neben dir stehen, als könntest du den Matsch schmecken, riechen und fühlen. Was ich auch spannend fand, diese Aufnahmen, man schneidet dann ja doch auch immer in den Krieg rüber, wo die zwei Jungs dann halt irgendwie im Krieg dienen und so. Und das fand ich ganz cool, wie sie halt, weil der Film ist ja alles andere ist billig gemacht, also zum Beispiel dann diese, wo sie da dieses Dorf einnehmen auf der einen Seite, diese Panzerdivision irgendwie, es ist jetzt vom Set und so, ist es schon relativ aufwendig irgendwie. Ich fand aber cool, dass die diese Flugzeugkämpfe, da hast du jetzt keine Außenaufnahmen, sondern nur ihn im Cockpit immer gehabt, wie er dann angegriffen wird und du siehst nur ihn die ganze Zeit und seinen Co-Piloten dann, wie ihm das Hirn wegfliegt und so und dann so klaustrophobisch da drin ist und ich dachte schon, okay, jetzt gibt's hier noch eine Luftschlacht, das ist ja irgendwie auch ungewöhnlich, aber es bleibt dann nur da so drin, also das haben sie dann wiederum mit so einfachen Mitteln relativ gut gelöst, finde ich. Ist Bombi. Also 10 Millionen Budget haben wir bei dem Film. Weniger eigentlich. Porträt einer jungen Frau, in Flammen übrigens nur 4 Millionen. Da war aber auch Netflix nicht dahinter. Ne? Was ich noch sagen wollte, ist, gut, dass ich es mir gemerkt habe, weil zu diesen Voice-Overs, was ja der Stu schon angesprochen hat. Und da hatte ich voll den, habe ich ja noch gar nicht erwähnt am Anfang, irgendwie, das ist ja eine Romanadaption und das ist halt so typisch. Also es hat sich so angefühlt dann danach irgendwie. Ich habe das Buch natürlich nicht gelesen jetzt leider, aber da kann ich es mir vorstellen, dass das halt, das ist ja so ein Stilmittel, dass du halt eben jetzt nicht nur einen Point of View hast, sondern halt aus verschiedenen Perspektiven und so. Und das hat diese Machart unterstützt. Ich war auch erst voll verwirrt, weil es geht ja los mit diesem Vor-Flashback. Also wie gesagt, es springt vor, zurück und so. Und dieser Henry erzählt, genau. Dann erzählt die Frau. Und dann erzählt der Hap Jackson irgendwie. Wobei ich sagen muss, ey, auf Englisch, dieser Hap Jackson, dem seine Monologe sind echt der Hammer. Der hat so eine geile Stimme. Ja, das ist ja pur, das ist echt, allein wie die Stimme, das ist echt Poesie. Ja, das finde ich nämlich auch cool, dass diese Voice-Overs halt jetzt nicht unbedingt nur platt irgendwelche Sachen erklären. Das passiert dann später auch noch. Aber am Anfang ist es, wie du schon gesagt hast, eher so poetisch und so ein bisschen losgelöst von der Handlung. Also sie erzählen halt einfach poetische Sachen, die dann später noch relevant werden und so. Später erzählen sie dann schon auch, wie sie sich gerade fühlen oder was jetzt passiert ist und so. Aber am Anfang ist das alles so, hat das so eine... Ja, es hat mich von den Voice-Overs jetzt, aber nur weil ich den Film halt vorher gesehen habe, ein bisschen so an Devil All the Time erinnert. Ist auch das Setting ein bisschen ähnlich, musste ich sagen. Es gibt immer so, weiß nicht, für mich gibt es da echt bloß schwarz und weiß eigentlich. Es gibt so diese guten Voice-Overs, die dann mehr oder weniger herauszeichnen, dass du dann eine gute Literaturvorlage wahrscheinlich irgendwie und hast. Und Blade Runner. Die dann eben dieses, ja. Ja, genau. Ja, da geht es mir genauso wie bei dir. Also irgendwie, entweder es wirkt total billig und platt und du denkst dir so, ich brauche diesen Scheiß, erklär mir nicht, lass den Scheiß.
Aber hier fand ich es irgendwie, hat mich das richtig abgeholt, wie man so es ist. Es ist für mich ein, eher, ganz ehrlich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber für mich ist das ein Stilmittel im Schnitt, diese Voice-Overs dann irgendwie mit reinzubauen. Weil ich finde, dass die Übergänge zwischen den einzelnen Personen durch die Voice-Overs sehr, sehr flüssig wurden. Und das da gab es ein, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es ist, aber wie es auf den Hap Voice-Over gegangen ist, fand ich halt echt super, super smooth, wie so ein Butterbrot. Ich glaube, es liegt auch daran, dass man eventuell halt am Anfang, vielleicht, weil wir vorher schon gemeint haben, dieser Henry ist jetzt nicht so der, ja, sympathisieren ist das falsche Wort, aber man denkt auch anfangs, wäre der Hauptdarsteller, weil es gleich mit seinem Voice-Over losgeht und so. Aber dass es dann halt eben zu den verschiedenen Figuren springt, ist halt eben, man sieht es auch so aus den verschiedenen Richtungen. Und dann denkst du zuerst, ja, okay, ich soll jetzt anscheinend mit diesem Henry mitfühlen oder so. Dann merkst du aber relativ schnell, nee, habe ich keinen Bock drauf, der Typ ist ein Arschloch. Und dann geht's halt zu seiner Frau, was sie so denkt. Dann geht's zu dem Hap. Ich glaube, wer hat denn noch Voice-Overs? Der Jamie auch? Ich weiß gar nicht, so viele sind es ja gar nicht. Na, die Mama. Also ach, ja, klar. Die beiden Frauen und die beiden Männer. Jamie ist ja mehr oder weniger nur, der ist tatsächlich so ein Darsteller. Der ist eigentlich jemand, an dem sich die Geschichte zwar entlanghangelt, weil er die meisten Höhen und Tiefen irgendwie mehr oder weniger am eigenen Leib dann mitmacht und auch immer irgendwo mit beteiligt ist. Aber er ist jetzt nicht die Hauptfigur oder beziehungsweise Ronzel ist ja auch jetzt nicht die Figur, die die Sachen vorantreibt, sondern er ist eher die Figur, die die Sachen dann erlebt, weißt du? Den fand ich ziemlich cool eigentlich, ich weiß gar nicht, also beide, eigentlich fand ich alle cool natürlich, aber dieser Garrett Hedlund heißt der diesen Jamie spielt, woher kenne ich den? Ich weiß es nicht. Ich habe den schon mal gesehen, aber... Ja, da ist so eine Superheldenfrist. Irgendwie schon, gell? Und der dachte ich mir auch. Und er ist schon so ein bisschen die heroischste Figur, sagen wir mal. Er ist die beste Figur. Ja. Er ist die Person mit dem reinsten Herz. Also von den Weißen natürlich. Die afroamerikanische Familie, da kann man schon sagen, das ist natürlich alles so die Opfer von diesem Rassismus und so, und da hat jetzt keiner irgendwelche Makel so richtig. Aber dieser Schauspieler, der den Dings gespielt hat, den fand ich auch so großartig, aber ich weiß nicht. Ja, Hap. Rob Morgan ist Hap. Und der Rob Morgan, der hat den Hap gespielt hat, der hat bei Netflix bei diesen Marvel-Serien mitgespielt. Daredevil und Luke Cage. Oh, apropos, wenn wir nochmal auf die Kamerafrau eingehen wollen, die hat ja davor dieses Fruitvale Station noch gedreht. Den fand ich ziemlich cool auch. Und da kam auch, ich finde es eh witzig, weil in dem Interview hat sie gemeint, dass sie anfangs halt Dokumentarfilme gedreht hat und dass sie das sehr beeinflusst hat. Ich fand, bei Fruitvale Station sieht man das. Das hatte so ein bisschen auch in die Richtung Wrestler eher, weil das hat ja auch sowas Dokumentarisches, dieser ganze Film. Ich fand, bei Mudbound ist es halt jetzt nicht so wirklich. Also das wirkt schon sehr cinematisch, sagen wir mal. Und dann hat sie ja noch jetzt hier Black Panther zum Beispiel auch noch gemacht. Was man dazu sagen kann. Ja, das ist halt eine Weiterentwicklung, würde ich auch sagen. Also sie hat ja auch diesen Coming-of-Age-Film Dope gedreht, der auch ganz gut ist. Der hat auch so semi-dokumentarisch, semi-Spielfilm-Optik hat der. Ich nehme einfach an, das kommt auf das Projekt an. Ja, ne? Ich glaube, was Mudbound das dokumentarisch vielleicht nicht so gut getan hätte, wie jetzt eben Fruitvale Station. Mein anderer Pick, ich wollte ja ursprünglich Neon Demon nehmen, von dem Nicolas Winding Refn. Ich hatte ihn nicht gesehen, das war ja eigentlich mein Vorsatz fürs neue Jahr, öfter mal Erstsichtungen auszuprobieren. Habe ich dann aber nicht, weil ich wollte dem Stu eine Erstsichtung bescheren. Außerdem wollte ich diese historische Ereignis, dass sie die erste Frau war, für Mudbound den Oscar gekriegt hat. Aber ihr habt ihn ja gesehen, Neon Demon. Kann man das da auch so sehen? Ich weiß nicht. Nein. Ja, das ist ein schöner Übergang. Habt ihr noch was zu Mudbound oder gehen wir da gleich smooth über? Wenn ja, ich lese hier gerade was ich irgendwie ganz ulkig finde. Rachel Morrison lebt mit ihrer Ehefrau zusammen und die heißt auch Rachel. Rachel und Rachel. Ja. Kann passieren. Okay. Was wolltest du uns damit sagen? Ach ja, und Mudbound gibt es exklusiv bei Netflix. Das kann man auch noch sagen. Ja.
Ja, ich habe eigentlich jetzt auch nichts mehr dazu zu sagen. Ich habe nur gemerkt, ich habe den ja damals mal gesehen. Ich habe ihn in Erinnerung behalten, dass ich ihn gut fand. Und jetzt habe ich ihn nochmal geschaut und fand ihn noch besser. Weil ich habe ihn halt damals weggeschaut, dachte so, boah, krasser Film, weil das Ende ist halt richtig nochmal schockierend und es hinterlässt so einen richtig schönen Schlag in der Magengrube und so. Aber ich fand halt auch den emotional gut, bildlich gut. Ich fand zum Beispiel diese eine schöne Szene, wo dann eben der Sohn der Jacksons aus dem Krieg nach Hause kommt und sie dann gerade am Tisch sitzen und beten. Ist natürlich auch ein bisschen cheesy, aber trotzdem, der Film ist einfach nicht cheesy. Da passieren cheesy Sachen oder so, aber sie wirken nie so krass aufgesetzt. Fand ich zumindest. Also man kann schon bei einigen Sachen drüber streiten, ob das nicht so, ob man das nicht alles schon mal so gesehen hat oder Dings. Aber ich fand den irgendwie nie kitschig emotional, sondern immer, ich war da sehr ergriffen. Also wo sie da gerade so am Beten sind und dann dieses Gebet machen und dann steht der Sohn vor der Tür und sagt immer nur Amen. Ja Gott, ich fand das wirklich großartig. Also auf emotionalen Level und diese Thematik, wie gesagt, ich habe jetzt in einem Lauf halt irgendwie 3-4 Filme mit so einer Rassismus-Thematik angeschaut und Gott, das macht einen echt fertig. Auf der einen Seite, aber ja, aber wir haben es auch nicht anders verdient. Ey, so meine ich es nicht. Ich meine, ja, ich denke mir die ganze Zeit, was ist mit der scheiß Welt los? Weil diese Filme auch aus komplett verschiedenen Zeitebenen sind und so. Und dann denkst du immer so, Mensch, und ist das immer noch so aktuell? Ist das nicht scheiße? Und irgendwie sinnlos? Naja. Aber trotzdem, ich fand den Film großartig. Ich würde dem auch 4,5 von 5 geben, weil, wie gesagt, ich hätte den so als 3,5, 4er abgespeichert, aber vielleicht auch dadurch, dass ich noch ihn heute, also jetzt für den Film dann, für den Podcast nochmal genauer und ein bisschen analytischer gesehen habe und mir alles so gut gefallen hat, aus der technischen Sicht in Anführungszeichen auch noch, fand ich es echt super großartig. Also ich finde den Film auch absolut empfehlenswert, sollte man sich mal angucken. Wow. Dito. Also ich finde es ein bisschen schade, dass mir der halt so unbekannt war. Und danke, Andi, dass du den ausgewählt hast. Bist ein guter Andi. Sehr, ja. Und jetzt kommen wir zu einem Film, den habe ich schon 300 Mal gesehen. Mhm. Weil er zu meinen Lieblingsfilmen of all time zählt. Und Stu hat es wieder mal geschafft, da jetzt einen rauszupicken. Erzähl uns mehr davon. Ja, ich habe euch einen Film ausgesucht, der in den letzten 20 Minuten, glaube ich, schon 8-mal genannt wurde, nämlich The Wrestler von Darren Aronofsky. Kamera war Maurice Alberti. Und es geht darin um den alten Wrestler Robin Ramczynski, aber er ist natürlich bekannt als Randy The Ram Robinson, der in den 80er Jahren gefeierter Profi-Wrestler war und mittlerweile, ja, ich würde sagen, so Mitte 50 ist und das Wrestlerleben ist halt sehr anstrengend und hart. Das heißt, sein Körper ist eigentlich auch nicht mehr so wirklich intakt und trotzdem wrestelt er noch, ist aber mittlerweile auch pleite, hat keinen sehr guten Kontakt zu seiner mittlerweile volljährigen Tochter Stephanie und um die Haushaltskasse etwas aufzubessern, muss er halt noch im Supermarkt arbeiten. Und das ist die Geschichte von Randy, dem Wrestler. Du machst sie wieder einfach mit den Synopsen, gell? Synopsinnen? Nee, Entschuldigung. Hast du super gemacht. Ich bin nur keiner hat dich gezwungen, einen Film mit so einer weitreichenden Synopsis auszuwählen. Niemand. Alles gut. Außerdem ist es ja auch eine Kunst, sich auf einem Bierdeckel einen Film schmackhaft zu machen. Jetzt stell dir mal vor, du gehst jetzt mit deiner Idee zu Universal Studios und sagst, hey, bitte produziere mit dem Film. Und der fragt dich so zwischen Tür und Angel, ich habe keine Zeit, erzähl mal kurz, um was es geht. Um Wrestler, der abstürzt Wrestler. Und Mickey Rourke spielt ihn. Okay, gekauft. Ja, gekauft. Komm, hier hast du 10 Millionen Dollar. Ich schau mal ganz schnell, wie viel Budget der hatte. Der ist wahrscheinlich auch nicht so teuer gewesen. Ist der deutsche Zusatztitel, Untertitel, ernsthaft Ruhm, Liebe, Schmerz? Ja, man muss dazu sagen, dass
Rumi beschmerzt im Englischen halt eben auch da steht, also auf Englisch. Also ich glaube, Fame, Love, Pain. Ja, das ist und dann so hat sich der deutsche Verleih wahrscheinlich so komm, das ist ein guter Subtitle. Aber ich muss sagen, abgesehen von, glaube ich, Wikipedia, habe ich diesen Subtitle auch noch nirgendwo gesehen. Und ich habe auch echt, wenn da Leute rumlaufen und mich fragen, wenn ich bin so auf einer Cocktailparty und dann kommt so der Typ, der mich schon seit 20 Minuten anschaut und kommt dann zu mir rüber und sagt, hey, du bist doch der vom Telehorst. Und ich so, ja, klar, Max. Sag mal, kennst du eigentlich The Wrestler Ruhm, Liebe, Schmerz? Dann würde ich mich umdrehen und von der Party gehen. Von dem her, also ich ist es auch jetzt nicht immer, so verkehrt. Kennst du, Gegenfrage, kennst du den Film Max Maul verpissen Fresse? Faustschmerz und Krankenhaus. Ja. Nee, 6 Millionen US-Dollar hat er gekostet. Ja. Das ist halt echt ohne Witz. Leute, regt euch nicht übers Kinosterben auf, weil ihr nur 200 Millionen Dollar Scheiße produziert. Macht's doch sowas. 6 Millionen, du hättest für hättest du. Oh nein, den nein, Film, nein, 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 nein. Wie viel? Ich muss mal kurz rechnen. Abgehakt. Ist abgehakt. Den Wrestler drehen können. Öfter. 30 Mal. Wir hätten The Wrestler, Frau in Flammen, Mudbound und das nochmal 10. Ich habe den zum ersten Mal in einer Phase in meinem Leben gesehen, wo es mir echt nicht so gut ging, wo ich auch auf fremde Hilfe angewiesen bin und hab dann mir gedacht, komm, eines Nachmittags, ich gehe ins Kino. Und das war die erste Spielwoche von Wrestler. Ich hatte natürlich schon davon gehört, Mickey Rourke, großes Comeback, Darren Aronofsky, wo ich sagen muss, ich bin jetzt nicht der größte Aronofsky-Fan. Ich mag den, die meisten Filme, aber zum Beispiel Black Swan war mir so überhyped, mit dem konnte ich nichts anfangen, aber so Pi mochte ich. Und bin halt in der ersten Spielwoche ins Kino und dachte mir, okay, ich war der Einzige im Kino, dachte mir, okay, das liegt vielleicht an der Uhrzeit, 16.30 Uhr ist für so einen Film auch wahrscheinlich eher suboptimal. Und hab den Film geguckt und der hat mich weggeblasen. Ich kam Tränen verschmiert aus diesem Kinosaal und dachte mir, okay, boah, so heftig geheult und so inbrünstig geheult im Kino habe ich wirklich davor nie wieder. Und dachte mir eigentlich, gut, du weißt jetzt, was auf dich zukommt. Wenn du den irgendwann nochmal guckst, wird das nicht passieren. Und es ist leider immer so, was ist leider, es ist Gott sei Dank so, dieser Film bringt mich jedes Mal zum Heulen. Aber auch, es ist einer der wenigen Filme, wo ich wirklich die Hand vor Augen halten will. Weil es da auch ein paar Szenen gibt, die einfach in ihrer emotionalen Brachialität so heftig sind, dass sie für mich kaum auszuhalten sind, was ich auch ziemlich geil finde. Ah, ich dachte, du meinst so die Szenen, wie wo er seine Hand in diesen komischen Wurstschnipsel hat. Ja, das meine ich. Ach so, emotional. Ich dachte eher, okay, ist auch eine Art. Aber das ist ja emotional. Das ist natürlich, das ist emotional angetrieben, was er da macht. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja genau. Auf die habe ich auch gewartet. Dieses Deathmatch ist auch heftig. Ja. Ne? Also, ich meine, ich will ehrlich sein, ich bin im Wrestling zugetan. Also früher mehr als heute. Ich finde das ist total interessant. Mich interessiert das drumherum allerdings mehr als das, was im Ring abgeht. Aber so Deathmatches finde ich scheiße. Es ist nicht meine Welt. Das fand ich auch ganz lustig, weil irgendwie wollte ich den Film auch mit der lieben Kollegin Eva, deren Katze zum Glück wieder aufgetaucht ist, noch schauen und so. Und das fand ich ganz witzig, weil irgendwie sie halt auch gemeint hat, die hat jetzt schon so oft gehört, dass der Film toll sein soll, aber sie hat keinen Bock, einen Film über das Wrestling zu schauen. Da habe ich gesagt, das ist kein Film über das Wrestling. Also ich habe echt keinen Bock zu sehen, wie sich da Leute auf die Fresse hauen. Da dachte ich, ja, okay, es gibt da schon so ein, zwei Szenen und die sind auch nicht so ohne. Ja, okay, schaue ich mir alleine an. Passt schon. Aber es ist wirklich nicht der Fokus. Aber ich finde es aber trotzdem schön, also wenn man so eine Art Wrestling-Background hat, ich habe damals auch als Kind irgendwie das hoch und runter geglotzt irgendwie und wo ich jetzt wieder geschaut habe, das erste, was mir aufgefallen ist, diese Anfangsszenen, wo sie da in den Backstage-Räumen sind, so hinter den Kulissen und diese riesen Fleischklöpse, alle so zuckersüß und lieb zueinander sind, das fand ich so, so super, ey. Wie sie sich die ganze Zeit nur abklatschen und abtätscheln und die ganze Zeit so, hey, ist voll nett von dir und so, hey, du bist voll süß, ja, super und so. Das sind übrigens alles echte Wrestler. Ich kannte also nur diesen, die zwei Samoaner oder so ähnlich heißen, nennen sie sich ja. Den habe ich schon mal irgendwo gesehen, glaube ich. Ja, es gibt da also auch ein paar, die auch, glaube ich, heute noch aktiv sind. Es gibt auch diesen R-Truth, der ist auch bei der WWE, also der größten Wrestling-Promotion der Welt, noch sehr aktiv und sehr erfolgreich.
Was ich schön finde, ist, zum einen hast du diesen Moment so in dieser Umkleidekabine, ne, wo du denkst, ach, die sind so herzlich miteinander, auch wenn sie die Matches besprechen. Und pass auf, und dann knallst du mir volle Kanne mit der Faust in die Fresse und so. Ja, ja. Mhm. Und dann hast du aber auch im Gegensatz dazu diese, ich nenne es mal Wrestling-Convention, wo du halt diese alten Recken siehst. Oh Gott, das ist eine der krassen Szenen. Ne? Also wie die dann irgendwie mit so einer künstlichen Blase da sitzen und im Rollstuhl und mit irgendwelchen Bandagen da. Und das darf man nicht vergessen, die machen ja wirklich ihre Körper kaputt. Also jeder, der glaubt, Wrestling, ja, Wrestling ist das vorher abgesprochen, wer gewinnt und teilweise auch wie er gewinnt. Aber ich durfte einmal in so einem Wrestling-Ring stehen und mich mal hinfallen lassen. Das ist kein Schaumgummi, das ist ein ganz dünner Stoffbelag und darunter ist Sperrholz. Und wenn du da wirklich teilweise 4-5 Mal täglich drauf donnerst oder auch mehrfach am Tag, das tut weh. Und das schadet deinem Körper auch über lange Zeit. Ich fand diese Szene auch jetzt abgesehen davon, dass die alle kaputt sind. Ich glaube, dem einen fehlt ein Bein, der andere fällt dann so, der schläft so ein, weil er eventuell auch schon so alt ist natürlich, aber trotzdem auch einfach kaputt sind und so. Aber ich habe so, ich muss immer an diesen Film denken, wenn ich auf irgendeiner Comic-Convention bin oder so und sie dann irgendwie, es kann ja auch cool sein, ohne Scheiß. Ich sag nichts gegen sowas, so Fan. Kultur und so, das ist super. Also ich bin auch zu Ralf Macchio hingelaufen, habe mir ein Autogramm geholt. Okay, der Typ ist auch jetzt nicht der Älteste und der ist noch super fit, hat auch gerade eine super Serie am Start, habe ich gehört. Aber das war lustig. Zum Beispiel damals, 2014 war das, in New York auf der Comic-Con. Da war er der Superstar, weil alle natürlich, yo, Karate Kid, geil, hole ich mir ein Autogramm oder so. Also du jetzt nicht, der mag das nicht, mag wahrscheinlich auch nicht, ist ja egal. Aber da war dieser Martin Cove, der mittlerweile jetzt seinen zweiten Frühling mit dieser Cobra Kai-Serie erlebt. Aber damals, 2014, saß der da mit ungefähr 70 an so einem Tisch, keiner wollte zu dem hin und der saß dann da so ganz alleine in der Ecke und keiner wollte sich ein Autogramm von ihm holen und da musste ich dann auch die ganze Zeit an den Film denken und solche Sachen, wenn dann so alte Altstars nochmal so ausgegraben werden gefühlt, um sich an irgendeinen Tisch zu setzen für so ein paar Fans Autogramme zu schreiben, muss ich immer an den Film denken und ich finde es dann immer so dezent traurig. Ruhm ist halt tatsächlich super vergänglich und ich meine, gerade im Sport, hey, die meisten Leute haben vielleicht 10, maximal 15 gute Jahre und dann interessiert sich kein Schwanz mehr für sie. Und ich glaube, es war schon gut, dass es hier da diese Story, die hätte sich um alles Mögliche drehen können, um, keine Ahnung, einen Musiker oder einen Moderator, aber es passt schon, dass es ein Wrestler oder und ich nenne es jetzt mal einen Hochleistungssportler. Da passt einfach alles zusammen. Das Genre passt so gut zusammen zu dem Sport. Weil du musst, Sport. Ich find, das Körperliche ist super wichtig an diesem ganzen. Ja, und dann natürlich der Hauptdarsteller. Film, an dem ganzen Konstrukt, wie der gemacht ist. Ja, die Mucke, und der Hauptdarsteller. Das und passt allem, einfach so wie die Faust aufs Auge. Ja, also der Randy ist ja auch so angepinnt an seine Vergangenheit. Ja, wenn er da irgendwie in seinem Wohnmobil oder Van da irgendwie haust, dann holt er sich irgendwelche Kids rein, das klingt jetzt falsch irgendwie, aber und spielt mit denen so alte Nintendo-Spiele, also nicht Super Nintendo oder Switch, sondern wirklich Nintendo Entertainment System. Und wenn er da mit seinem, ja, Love Interest ist es nicht, aber mit dieser Stripperin, gespielt von der großartigen Marisa Tomei, dann über Musik redet und er so sagt, hier, wann hat die Rockmusik kaputt gemacht? Weil er halt doch so in den 80ern, so Glam-Metal, das ist seine Welt, ja. Geil. Und ihm rinnt die Zeit so durch die Hände, weswegen ich, das Ende ist ja, ist das Ende offen oder nicht? Das ist eine interessante Frage. Das ist eine ganz, sehr interessante Frage. Ja. Aber eigentlich ist es offen, ja. Ja, aber für mich zum Beispiel ist es klar, der springt halt. Also kurz zur Erklärung. Er springt auf jeden Fall, das sieht man ja noch, ob er stirbt, ist die Frage. Und für mich war die Antwort immer klar, ja. Also für mich war klar, der wird, auch wenn er jetzt diesen Sprung überlebt, der wird immer weiter springen. Das ist geil wäre, wenn nächstes Jahr The Wrestler 2, er hat überlebt. Keine Ahnung. Du, ich habe ja gerade eben gesagt, das war das Comeback von Mickey Rourke, aber seien wir ehrlich, richtig viel draus gemacht hat er nicht. Ich habe vorhin noch irgendwie, wo ich gegoogelt habe, wie alt der Typ ist, der ist ja irgendwie 68 oder so, 69, 68, keine Ahnung. Dann habe ich hier auf der Google-Bildersuche noch irgendwelche Bilder gesehen, wo er wirklich in so einem Wrestling-Ring steht und da sieht er auch schon alt aus. Hat der davor mal gewrestelt oder hat der dann... Nee, der hat... Der war Boxer. Der war Boxer, aber er hat zur Promotion von Wrestler, hat er bei der WWE, sollte er irgendwie ein Wrestling-Match machen. Das ist aber irgendwie nicht zustande gekommen. Da gibt es widersprüchliche Aussagen, die Wrestler oder die WWE sagen, mit ihm konnte man nicht zusammenarbeiten und er sagt halt eben, sie haben ihn irgendwie
was ich niedermachen wollen oder so. Aber auf jeden Fall ist es dazu nicht gekommen. Aber er stand in der WWE schon ein paar Mal im Ring. Er ist ja auch nicht die einfachste Person. Das stimmt also, allerdings. Und das ist das Interessante an Randy, er ist ja auch nicht die einfachste Person. Er hat ja wirklich Momente in dem Film, wo es ja perfekt in Anführungszeichen, also es gibt ja wirklich diese Hochphasen und das ist so schön, wenn er da in diesem Supermarkt ist, ja, einfach so beschwingt arbeitet, aufblüht, und dann den Kunden shakert, das ist einfach toll. Und dann reißt es ihm halt wieder den Boden und den Füßen weg und er ist ja teilweise dann auch selbst schuld. Also dass er zum Beispiel mit seiner Tochter nicht kann. Es gibt diese eine Szene, wo er sich mit ihr ja fast versöhnt und das letzte Treffen, das entscheidende Treffen, versaut er. Warum? Weil er am Nacht davor lieber gekokst hat und mit irgendwelchen Nutten rumgefeiert hat. Ne? Ja, genau, und das könnte auch so, das ist so ein Klischee-Ding natürlich, irgendwie, dann schaut er auf das Foto und dann fällt ihm ein, ach scheiße, das hab ich Dings verpasst und so, das hat man schon öfter gesehen. Aber es passt hier so gut, finde ich, weil das halt, der Grund dafür war halt, dass er nochmal so eine Art Ruhm erfährt, dann wo er dann auf diesem Ding ist, alle erkennen ihn und dann wird er auch verehrt und dann kommt diese junge Tante da an und sagt so, hey, bist du nicht dieser Typ und so, und dass das klar ist, dass ihm das so taugt, dass er wieder gefeiert wird so ein bisschen, das passt halt schon, also deswegen ist es nicht so hart konstruiert. Ja, aber er ist ja per se immer auf der Suche nach Anerkennung. Genau. Ich glaube, das ist so seine größte Droge, weil er die Anerkennung ja irgendwie verloren hat. Es muss ja irgendwo, bevor der Film startet, der Punkt gekommen sein, an dem er gemerkt hat, fuck, jetzt ich muss in so einer Wellblechhütte hausen und bin mir nicht mal ganz sicher, ob ich mir die Miete dafür überhaupt leiste. Ich glaube einfach, der hat, als er jung war, erkannt, ich kann wrestlen, das kann ich wahrscheinlich ganz gut und ich bekomme dafür Ruhm, ich kriege dafür Geld, ich kriege dafür Anerkennung, ganz wichtig. Und dann schwindet der Ruhm und damit auch die Anerkennung. Und ich glaube, dass Randy einfach in der Phase, wo wir ihn treffen, ich nutze mal ganz blöd diesen Begriff, eine Fame-Hure ist. Und was dann mit dazu kommt, und ich glaube, das ist ein Aspekt, den darf man nicht unterschätzen, das ist, alle um ihn rum sehen in ihm noch oder blasen ihm ein bisschen Zucker in den Arsch, weil er ganz einfach so ein bisschen diese Kultfigur ist. Ja. Die ganzen Wrestler um ihn rum, alle sind, du bist doch die Legende und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das halt einfach nicht gesund ist für Personen, die, ich würde jetzt mal sagen, von der Intelligenz her vielleicht ein bisschen weniger, aber dafür von dem, ja, es ist auch ein gewisses Selbstbewusstsein, das man halt dann irgendwie haben muss. Und das, wenn dann angefacht wird durch Lobhudelei, dann kommst du dir ganz schnell wieder vor, als wärst du der Größte. Und von dem her, ich finde, dass das Umfeld ihn natürlich zu dem gemacht hat, auch ein bisschen zu dem gemacht, was er ist, oder ihn zumindest so noch am Leben hält. Eigentlich ist er im Grunde genommen schon seit, was weiß ich, 15 Jahren ein Koma-Patient, der nur noch an den Maschinen hängt. Ich finde es auch ganz schön, wo er dann nämlich zu seiner Tochter mal geht dann irgendwie. Das fand ich auch schön, weil da ist er mir auch, da verstehe ich seine Tochter halt viel mehr und das ist auch so ein bisschen unsympathisch, weil dass er erst hingeht, nachdem er einen Herzinfarkt hat und dann erst auffällt, okay, vielleicht sind andere Sachen jetzt doch noch wichtig im Leben als seine Karriere und er dann so angekrochen kommt und so, da denke ich mir auch immer so, hey, seine Tochter hat voll recht, dass sie sagt so, ja, und was willst du jetzt, Mitleid oder was? Oder willst du jetzt, dass ich mir anschaue, wie du wahrscheinlich verreckst bald oder so? Da habe ich keinen Bock drauf. Du warst eh nie da und jetzt bist du auf einmal da, wenn du Hilfe brauchst. Aber erst dann so. Also mit seiner Tochter habe ich total connected. Ja, und also ich kann die Tochter auch absolut verstehen. Und trotzdem glaube ich ihm, wenn er ihr das Herz ausschüttet, was ja auch großartig gespielt ist. Also man kann diese Szene sagen, was man will, aber der hat früher exzellent geschauspielert und Wrestler ist, schauspielerisch ist das sein Meisterwerk, definitiv. Also diese Szene, wo sie auf diesem, was ist das, so ein alter Vergnügungspark oder so, gell? Genau. Wo sie dann nochmal kurz in dieser Halle so tanzen, oder das machen sie danach, aber wo sie in diesem Fenster sitzen. Und das fand ich auch, da kommen wir später noch drauf. Und diese Szene ist eigentlich, wenn du es nur liest, was er sagt, ist das total platt, total kitschig. Aber wenn er es macht, das hat so eine Gravitas. Das kommt auch irgendwie ehrlich rüber, wenn er dann zu ihr sagt, das Einzige, was ich von dir möchte, ist, dass du mich nicht verachtest. Oder, ne? Ja. Und dass er es dann aber selbst kaputt macht. Das ist echt auch saugut geschrieben, diese Figur, weil
immer wieder so lichte Momente der Selbstreflexion in ihm rauskommen. Und das ist eigentlich typisch für solche Personen. Es ist auch typisch für Suchtkranke. Es ist typisch für Personen, die es im Umfeld eigentlich schwer machen, mit ihnen auszukommen. Auch wenn sie ihnen immer wieder mal die Hand reichen wollen. Die Leute lassen sich nicht helfen. Ja, mir fallen, obwohl dieses Thema und dieser Film, da gibt es bestimmt einen Namen für dieses Genre alleine schon, keine Ahnung. Und ich, Problemfilm. Ich muss immer, ich glaube, ich habe sogar mal irgendwie ein Double oder sogar ein Triple Feature, der dritte Film fällt mich ein, der ist zwar nicht ganz so emotional und ich finde auch The Wrestler besser, aber den hatten wir auch schon, Crazy Heart, den kann ich mir super gleich im Anschluss oder davor anschauen, die passen perfekt zusammen einfach. Weil ich höre vielleicht noch Ritter Hogan, der Ritter aus dem All. Den muss ich mir wieder schauen. Da habe ich eine ganz komische Erinnerung dazu. Ich weiß nicht, von was ihr sprecht, aber war das jetzt ein... Hulk Hogan hat doch auch Filme gedreht. Ach so, anderem, Hulk Hogan. Jetzt, aber der hat kein emotionales Selbstreflektiertes... Ich habe jetzt anstatt Hulk Hogan, habe ich Seth Rogen. Ach so, ja, das wissen halt wenige nicht. Seth Rogen ist ja der kleine Zwillingsbruder von Hulk Hogan. Ja. Ja, Hulk Hogan sollte eigentlich auch nochmal so ein selbstreflektiertes Drama raushauen. Netflix produziert doch jetzt ein Biopic über ihn mit Chris Hemsworth als Hulk Hogan. What? Okay. Gut zu wissen. Okay. Nee, aber was man tatsächlich sagen kann, Darren Aronofsky packt ja jetzt demnächst, glaube ich, Brendan Fraser wieder aus der Kiste. Oh, gut, ich freue mich so sehr auf diesen Film. Der soll ja angeblich The Whale heißen und Brendan Fraser soll einen 280-Kilo-Mann spielen, der zu Hause sitzt und sich zu Tode fressen will. Minzblättchen. Minzblättchen. Oh, Monsieur. Das kleine Minzblättchen. Und hat auch irgendwie eine Teenager-Tochter, mit der er irgendwie wieder connecten will. Das könnte spannend werden. Ich muss sagen, Darren Aronofsky ist bei mir immer so ein Hit und Miss. Also ich bin großer Fan seines Debüts Pi und mochte auch sehr, sehr, sehr Mother. Aber zum Beispiel Black Swan wurde ich gar nicht mit warm. Und The Wrestler ist für mich immer noch sein Nonplusultra-Film. Hat der nicht auch hier Requiem for a Dream, war gleich der erste, den ich gesehen habe? Ja, genau, stimmt, der war auch. Hat er gemacht, aber den finde ich ehrlich gesagt, der ist bei mir, der wächst nicht beim Schauen. Mm. Der ist halt so krass shocking, gell? Er ist unglaublich schlecht gealtert. Ja, der zählt sehr viel auf so Schockmomente. Und es spielt Jared Leto mit und das ist eigentlich im Grunde genommen für mich. Ich habe hier noch irgendwo so einen Comic rumstehen. Der Film war, glaube ich, nicht so gut. The Fountain. Hat er ja auch gemacht, gell? Und da gibt es eine gute Comic-Adaption. Das ist mein Zweitlieblingsfilm. Der ist ganz cool, den muss ich aber nochmal schauen irgendwann. Der Comic ist der Hammer, der ist von Kent Williams gezeichnet. Krass, ey. Aber und ich muss dir dazu sagen, The Fountain ist tatsächlich der Film, der, ich glaube, es gibt kaum einen Film, der weniger Handlung hat als der. Und er ist auch super, super ja, esoterisch. Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch der esoterischste Film. Ich finde aber immer noch. Das ist auch der Grund, warum ich mit dem nie warm wurde. Ja, ja. Ich finde aber geil, jetzt muss ich hier mal was raus, meine Gedanken äußern. Pass auf. Also ich habe mit Black Swan jetzt nicht so meine Probleme. Ich finde The Wrestler auch ein bisschen cooler durch diese natürlichere oder realistischere Darstellung und so. Trotzdem mochte ich Black Swan auch. Mother finde ich auch großartig. Und es ist für mich so eine Trilogie, das finde ich nämlich ganz cool. Weil der erste Film ist ja so, auch durch die Kamera, da kommen wir später noch drauf, sehr natürlich und sehr realistisch und Dings. Bei Black Swan driftet es dann schon so ein bisschen ins Surrealistische, so ein bisschen Traumsequenzen und so ein bisschen Horror. Und Mother ist dann ja super Horror. Alle drei Filme haben alle ungefähr das gleiche Thema. Es geht um Fame-Besessene und es geht in The Wrestler nur um die Hauptperson. In Black Swan hast du dann noch ein bisschen Konkurrenz, ein bisschen mehr Leute und dann dieses Horrorthema noch dazu. Und in Mother geht es ja eigentlich um eine, die davon betroffen ist, also das Opfer davon. Weil da ist doch Javier Bardem, ist doch dieser Schriftsteller, der so Fame besessen ist auch und dann sogar für seinen Fame an seine Gefolgschaft dieses Kind dann noch verfüttert oder so. Ist natürlich alles sehr, sehr metaphorisch und völlig übertrieben und unrealistisch, aber es driftet, ist eigentlich immer das gleiche Thema, es driftet aber immer mehr ins Unrealistische, Traumhafte und die Sichtweise dreht sich so von der Person, die... Ja, wenn dann geht es um Götzenbild. Genau. Genau. Und das finde ich aber spannend, dass es halt im letzten Film dann so die Sichtweise umgedreht ist, dass es dann eben nicht mehr um der Hauptdarsteller nicht mehr der Fame-Typ ist, wie jetzt in Wrestler oder Black Swan, sondern dann geht's ja um die Frau, die darunter leidet. Das finde ich eigentlich echt eine coole Trilogie, also die hintereinander anschauen. Wobei es halt echt zu Darren Aronofsky auch passt, weil es wird ja immer gesagt,
dass der Kerl so ein bisschen ein Gottkomplex hat. Ja, das kann sein. Ich habe jetzt echt von dem sonst, ich muss mal mehr schauen, ich habe nur Noah, ist ja wahrscheinlich kompletter Schrott. Hat er auch gemacht? Noah ist einfach, glaube ich, für Noah hat er zu viel Geld bekommen, glaube ich. Wobei, also Noah würde ich jetzt nicht sagen, ist ein guter Film, aber ich finde Noah ist unglaublich interessant. Okay. Was ich noch erwähnen möchte, und dann sollten wir mal zum Kernthema dieser Ausgabe kommen. Mhm. Ja, bitte. Ich finde das Ende so grandios. Ich habe ja schon erwähnt, er hat diesen letzten Kampf und alle sagen ihm, also der Doktor sagt, hören Sie mal, das war jetzt irgendwie der gefühlte 28. Herzinfarkt, hören Sie auf zu wresteln, das wird Sie umbringen. Und Randy hat einen Finishing Move, also kurz zur Erklärung für alle Wrestler, Nicht-Wrestler kennt sich hier. Für alle Nicht-Wrestler, die hier zuhören. Also, ja. Ein Wrestling-Match wird meistens damit geendet, dass einer der Anwesenden im Ring seinen Finishing Move macht. Das ist also ein Move, der besonders effektiv oder hart sein soll. Randy steigt halt einfach auf das oberste Ringseil, also die Ecke da, und springt auf den Gegner runter. Das ist der Ram Jam. Und man sieht halt, wie Randy mit den Kräften am Ende und weinend nach oben steigt, noch einmal letzte Geste macht, indem man sich irgendwie mit der flachen Hand auf dieses Ellbogenpolster haut und dann herunterspringt. Wir sehen dann, wie er so fliegt. Und dann wird das Bild schwarz, aber unnatürlich lange schwarz. Und bevor dann der Abspann einsetzt mit dem großartigen Song The Wrestler von Bruce Springsteen, dauert es echt lange. Ich weiß noch, damals, ich saß im Kino, war verheult und dachte mir irgendwie nach einer gewissen Zeit so, haben die jetzt den Film einfach ausgemacht? Beginnt der Film nicht auch so? Mit einem extrem langen Schwarzbild? Ja, ja, genau. Das dauert echt lange. Und dieser Song Wrestler, der fängt auch ganz, ganz leise an. Ja, ich habe die Texte nicht mehr im Kopf, aber ich dachte, wo der das singt, irgendwas war eine geile Texthelle auch und so. Ja, stimmt, das war schön. Ja, es ist ja immer so, have you ever seen a one-legged dog, then you see me. So. Mhm. Ja, und das Ende finde ich, also es entlässt einen nicht so mit diesem einen Moment, wo man denkt, okay, jetzt haben wir Klarheit, das haben wir auch schon eben schon besprochen. Ich hatte das Gefühl, dieser Film lässt mich wirklich eine relativ lange Zeit wirklich alleine im Dunkeln mit meinen Emotionen. Das fand ich großartig. Ja, jetzt habe ich zwei Sachen. Eine Szene, die muss ich noch erwähnen, weil das war eine, die mache ich erstmal die. Eine der großartigsten Szenen ist ja, man sieht ja öfter davor schon, wie Randy zum Ring geht und dann von der Menge angefeuert wird, hinter diesem Vorhang steht und dann da durchgeht. Ja, ja. Und größte Szene, wo er dann irgendwie seinen Metzgersjob so ein bisschen ausbaut oder seinen Supermarktjob und dann die Metzgertheke geht, sich seinen komischen Kittel anzieht und dann auf dem Weg zu dieser Fleischertheke ist und dann dieser komische Plastikvorhang dann und dann kommt dann dieser Applaus, steigt so an und dann geht er durch und dann komplette Stille. Das ist so eine geile Szene. Das ist so geil. Ja. Großartig. Ja. Nee, und den anderen Punkt habe ich jetzt vergessen. So viel dazu. Super. Ja, wir können ja da gleich. Aber ich würde es, sorry, wenn ich auf mein Ende zurückkomme, aber mich würde es interessieren, wie ihr das Ende empfunden habt. Wie ich es interpretiere? Nee, nicht interpretiere, sondern einfach, warst du auch irritiert, dass es so lange schwarz ist? Oder? Also, naja, sagen wir es mal so, was ich dazu sagen kann, das ist, dass ich, ja, das Ende, wenn ich praktisch an den Film denke, dann habe ich dieses Ende immer klar vor Augen. Ob ich den Film jetzt 2 Jahre lang nicht gesehen habe oder 5 Jahre lang oder keine Ahnung, aber Das spricht eigentlich dafür. Also das hat sich bei mir auch eingebrannt. Ich glaube auch noch, das erste Mal, wo ich den gesehen habe, war ich auch so ein bisschen so, okay. Und dann weiß ich noch, dass ich kurz da saß und gehofft habe, so bitte jetzt Schluss, das wäre ein geiles Ende und ich hoffe, jetzt kommt nicht er im Krankenhaus oder eine Beerdigungsszene. So, bitte lass es einfach so. Das ist perfekt, das passt so. Ich meine, natürlich ist das so ein bisschen. Dann kommt ja noch diese Marisa Tomei vorbei und sagt so, hey, komm, das kannst du nicht machen. Und sie zeigt dann ja auch so, okay, vielleicht will sie ja wirklich jetzt doch zu ihm aber stehen. Aber sie geht ja wieder. Ja, aber sie geht dann ja erst, wo er dann doch kämpft. Also ich meine, er hätte ja hinterm Ring auch sagen können, ja, okay, dann eine schlechte Idee, dann lassen wir es und so. Aber dann kommt Sweet Child of Mine, diese Anfangs
Dudelgitarre, es ist so eine geile Szene. Da muss ich heulen, dann, weil die ist so episch. Weil das, der Song ist halt so null episch oder traurig oder so, aber irgendwie ist es schön dann, wie er dann diese Anfangsmelodie hört und dann siehst du schon. Ja, du weißt halt, was in seinem Kopf. Eben, dann hört er das Publikum, den Rock'n'Roll und dann denkt er so, fuck you, ey, so richtig. Aber es ist ja auch in der Hinsicht tragisch, weil die Marissa Tomeis Rolle, die Pam, steht ja noch eine gewisse Zeit lang da. Und er sieht sie ja auch und dann setzt er halt an zu seinem großen Finishing-Move und dann guckt er nach hinten, wo sie stand und dann ist sie halt weg. Und dann ist ja für ihn, glaube ich, schon irgendwie klar, okay, das Einzige, was mir bleibt, sind halt die Leute hier um den Ring herum, die mich halt anjubeln. Und ich glaube einfach, dass das nochmal sehr deutlich macht, was für eine seltsame Verständnis der Randy hat von Liebe. Ich finde es auch cool, dass die Figur von Marisa Tomei, über die hättest du den gleichen Film machen können, weil die ja auch so eine tragische Figur ist und die hat ja auch ihr Kind und weiß nicht genau, wo hinten und vorne ist und so. Ich meine, natürlich kriegt die nicht so viel Zeit und so Dings, aber trotzdem wäre das eigentlich auch ein super Charakter für so ein Drama halt einfach. Ich habe mir beim Beschauen die ganze Zeit denken müssen, das ist Trumpland. Wollen wir mal zur Kamera kommen? Nee, aber dass sie dann weggeht, Entschuldigung, nur ganz kurz, ich meine, wie gesagt, er geht dann ja. Also ich glaube, für sie war es da dann schon so ein bisschen gegessen und sie konnte sich dieses Debakel dann ja nicht mehr anschauen, weil er kämpft dann ja auch schon im Ring dann die ganze Zeit, hat er die ganze Zeit schon so Herzprobleme und keucht sich ein und so. Das fand ich auch wieder so eine schöne Szene, wo dieser Ayatollah da sein, im Ring zumindest Todfeind, ihm dann so auf die Schulter klopft und sagt so, hey, ist alles in Ordnung und so. Das sind so schöne kleine Szenen drin, echt großartig. Ja, weil die Kamera so nah dran jetzt, ist. Kamera. Ne? Ja. Unglaublich. Unglaublich. Also jedes Mal bin ich verblüfft, wenn ich den Film gucke und ich habe ihn jetzt schon oft geguckt. Das war jetzt bestimmt die fünfte oder sechste Sichtung. Ja, bei mir auch. Alleine am Anfang, wie unglaublich nah man an ihm dran ist, wie nah man allgemein immer an ihm dran ist. Aber bevor du sein Gesicht siehst, dauert das echt lange. Ja, das ist einfach so super dokumentarisch halt auch schon wieder. Eben diese Verfolgerkamera, aber auch wenn der dann zum Beispiel mal telefoniert oder wenn du das und das siehst, dann ist die Kamera immer so komisch teilnahmslos, steht so am Rand in einer ganz komischen Kameraeinstellung manchmal und so. Und was mir auch aufgefallen ist, diese Jump Cuts halt, die sie ganz oft haben, finde ich so geil. Mir fällt sowas wirklich selten auf, aber hier fand ich es so cool, weil das ist halt auch so typisch. So ist ja fast schon wie bei so einem Found-Footage-Film wie Blair Witch Project oder so. Also so, ja, okay, ich laufe dem Typen hinterher. Und dann so, ja, okay, es passiert gerade nichts Spannendes. Cut. Dann bist du aber immer noch genau hinter ihm. Also das nennt man ja, glaube ich, einen Jump-Cut, würde ich jetzt mal behaupten. Keine Ahnung. Also wenn es die gleiche Szenerie ist, nur halt einfach so ein planloser Schnitt dann da kommt irgendwie zum nächsten spannenden Event halt irgendwie. Aber nicht eine Kameraeinstellungswechsel, sondern halt einfach, er läuft hinter ihm her, die Kamera, sie in dem Fall. Also es ist ein Match-Cut ab dem Zeitpunkt, wo die Szenerie sich ändert. Also wenn er praktisch die Kamera, Gott, muss ich jetzt klug scheißen. Bitte. Nee, also mal angenommen, er ist in der Metzgerei und die Kamera verfolgt ihn und dann kommt ein Schnitt und er geht praktisch im gleichen Tempo weiter, befindet sich aber im Supermarkt. Dann ist es ein Match-Cut. Ich habe das nur bei Außer Atem, wo wir unseren schönen Godard-Cut. Ja, ein Jump-Cut ist eigentlich mehr oder weniger ein Fehler. Eben, wenn du halt, oder so ein Rauscutten von unnützem Zeug. Egal. Aber ich habe, da sind so gute Sachen drin, die mir so im Gedächtnis geblieben sind. Völlig eigentlich uninteressante Szene, aber wo er dann halt in seinem Trailer pennen muss, in seinem Auto pennen muss, weil er in seinen Wohnwagen nicht reinkommt. Und in der Früh wecken ihn die Kinder. Und da gibt's so eine geile Schnittfolge, wo er zuerst sich nochmal umdreht, sich die Decke über den Kopf zieht, cut, wie er irgendwie diese Kinder so erschreckt oder mit irgendwas nach denen wirft und so. Und es sind so drei Schnitte, irgendwie. Gut, wir sprechen jetzt über die Schnitte. Ja, eben, das hat jetzt vielleicht nicht so viel mit der Kamera zu tun, aber es geht irgendwie so Hand in Hand. Irgendwie dieser dokumentarische Style zusammen mit diesem Cut ist halt irgendwie so großartig. Also es wirkt dokumentarisch, aber trotzdem sowas von überlegt, dass es halt eben wieder so im Gedächtnis bleibt. Weil diese Schnittabfolge, wie er diese Kinder von seinem scheiß Auto vertreibt, das ist eine total unspektakuläre Szene, aber die ist mir so in Erinnerung geblieben aus irgendeinem Grund. Ich fand die so großartig. Komisch eigentlich. Naja. War nicht so schön. Gut. Reden wir über die Kamera, oder?
Oh. Also wir hätten jetzt noch, keine Ahnung, die Maske, die ich da war ich auch wieder erstaunt, wo ich ihn dann gegoogelt habe so ein bisschen. Ich wollte ja noch eine Skizze machen irgendwie zu dem Film, weil ich Bock drauf hatte. Irgendwie dann habe ich mir nochmal den Mickey Rourke gegoogelt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihn gut karikiert habe, aber trotzdem, ich habe mir das angeschaut. Der schaut ja wirklich so aus. Die haben den ja nicht mal so richtig herschminken müssen, glaube ich. Ey. Ich fand noch zur Kamera, also abgesehen von diesem Nah dran und Jump Cuts und dokumentarisch, fand ich trotzdem super herausragend diese totalen in den Boxing-Arenas immer drin. Also ganz am Schluss, aber auch schon vorher gibt es irgendwie von den Kampfszenen, wo er zum Beispiel auf diesem Ringseil oben steht und dann kommt so eine Totale von diesem ganzen Stadion in so einer grobkörnigen Auflösung, whatever, keine Ahnung was. Mhm. Auch sowas von geil. Also da. Ja, der Film ist eh sehr grobkörnig. Ja. Also das merkt man. Dass, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auf Film gedreht, schätze ich. Weißt du, da mehrst du? Nein, ich weiß es nicht. Nee. Aber das ist das, was ich halt so herausragend finde. Ich habe es am Anfang schon angesprochen und ich würde sagen, dass die Kamera für mich so ein Meilenstein ist. Ich weiß nicht, welche Meilensteine des Kamerabusiness es in der Filmgeschichte gibt, aber der ist für mich genau dieser Film, bei dem ich das erste Mal diesen halbdokumentarischen Stil irgendwie sah. Und du hast es schon angesprochen mit diesem Found Footage. Mich hat an Found Footage immer sehr, keine Ahnung, dieses Amateurhafte einfach gestört. Ich bin kein großer Fan von Found Footage und finde, dass das einzig Gute, was Found Footage hat, in diesem Stil irgendwie mit drin ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob The Wrestler tatsächlich der erste, sagen wir mal, größere Film, war das damals ein größerer Film? Auf jeden Fall ein Kritikerliebling. Er war ein Kritikerliebling, aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, das Kino war nicht voll. Ne? Ich finde, dass The Wrestler hat so einen, ohne es jetzt böse zu meinen, so einen, ja, voyeuristischen Stil. Irgendwo zwischen voyeuristisch, dokumentarisch, es ist halt eben diese Bollerwagenkamera, die ganze Zeit hinter ihm herfährt. Es hat halt, es hat was Authentisches einfach. Es ist nicht hochgekünstelt, also jetzt nicht, ich will jetzt nicht Mudbone schlecht machen, aber der hat ja eher etwas sehr künstlerische Bilder genannt, ne? Und ich würde sagen, das Porträt einer jungen Frau in Flammen vielleicht so die Mixtur ist stilistisch aus Mudbone und The Wrestler. Ja, eben, du hast halt nie so super, obwohl es gibt halt eben diese paar Totalen und auch diese eine Szene, wo sie da im Fenster sitzen, ist ja auch eine sehr schöne Kameraeinstellung irgendwie, aber die sind halt so selten. Es ist halt meistens wirklich, du folgst den Leuten, hast super Close-ups bei den Dialogen oder so oder auch wo sie in der Kneipe sitzen, das ist super unspektakulär, aber dadurch kommen natürlich dann so komponierte Bilder, wenn es mal eins gibt, wie diese Totalen von dem Stadion oder so, hauen die halt noch richtig rein. Wenn du, ich glaube, aber es ist die Arbeitsweise, ist sehr viel halt mit natürlichem Licht. Bin mir hundertprozentig sicher, dass da keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, dass da groß der Ausleuchtungsheinz vorbei gerauscht ist und hat gesagt, ja, da müssen wir hier in den Schatten irgendwie setzen oder sowas. Nee, es ist viel die Bildkomposition, finde ich. Und die haben ja auch zum Beispiel diese Wrestling-Szenen, die haben sie auch wirklich bei Ring of Honor gedreht. Das ist eine relativ große Wrestling-Promotion. Also die haben da auch vor Ort gedreht. Und das, finde ich, merkt man auch. Also die haben da, glaube ich, wirklich nichts gebaut, glaube ich. Also das Einzige, was sie wirklich erstellt haben für den Film, ist dieses Nintendo-Spiel, was er dann zockt. Stimmt. Ja, aber man sieht es ja auch ganz am Anfang, wo er in seinen Wohnwagen reingeht und so, dann ist ja auch erstmal ziemlich dunkel und dann siehst du ihn ja auch nur erleuchtet von seinem, whatever er sich da anschaltet für ein Licht und so. Und auch später bei diesen Turnhallen-Szenen oder Backstage-Szenen oder so, ist ja auch immer so ein super grelles Neonleuchtenlicht und dann auch diese Kamerafahrt, wo er sich umschaut, wo dann eben bei dieser Autogrammstunde, wo diese ganzen fertigen Leute rumsitzen, ist ja auch so eine super Handheld-Kamerafahrt, so halb aus seiner Sicht und dann schwenkt es nochmal auf ihn um, wo du dann genau siehst, dass er sich gerade denkt, so, wo bin ich hier eigentlich, was mache ich eigentlich? Das ist schon saugut. Also als würde er halt einfach so ein Typ mit einer Kamera auf so einer Convention sein, der das alles so mitfilmt, genau. Aber es sieht halt eben aber nicht Found-Footage-mäßig aus, weil dann
auch natürlich die Qualität und so besser ist. Aber es hat schon so ein Vibe. Also hier wegen der Kamera, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es wurde benutzt eine Ariflex 416, Zeiss Ultra 16 und eine Optimo Lenses. Negativformat 16 mm Kodak Vision 2 200T 7217 Vision 3 500T 7219 und Cinematographic Process ist Digital Intermediate 2K Masterformat und Super 16 Source Format und Printed Film Format ist 35 mm Anamorph. Ja, doch, stimmt. Also haben sie es hochskaliert. Keine Ahnung, ja. Also doch, aber 16 mm ist ja das typische Dokumentarfilmformat. Und wieder also, was gelernt. Boah, heute sind aber auch ein Bildungsrost par excellence, ne? Ja, ich meine, gut. Das Einzige, wo wir jetzt noch nicht so wirklich, wie kann man einen Clothesline machen, ohne sich die Schulter auszukugeln? Das wird dir in der Wrestling-Schule beigebracht, aber das Erste, was du in der Wrestling-Schule lernst, ist das Bumpen, das Hinfallen. Also das bedeutet das Abrollen. Aber das habe ich vorher hier auf der Straße nicht gut gemacht. Nee, also wirklich, wie du hinfällst und das kann man mal sehen. Wenn Wrestler fallen, fallen die meistens halt eben auf dem Rücken und immer so die Beine irgendwie weit ausgestreckt, glaube ich, war das. Also ich war jetzt nicht selbst in der Wrestling-Schule, aber ich hatte, wie gesagt, mal eine Phase, da fand ich das ganz interessant und habe mir so ein paar Sachen durchgelesen und durchgesehen. Es gibt auf YouTube ein paar sehr interessante Tutorial-Videos. Wer sich da mal schlau machen will, dem sei diese Videos empfohlen. Ich glaube, das ist jetzt nichts für den Telehorst. Das fand ich auch sehr spannend. Dann lernt man ein paar Tricks, gell? Wo der eine Typ gerade den Schiri zusammenschlägt und der andere auf dem Boden, also ist abgelenkt und dann kann sich der andere mit so einer kleinen Rasierklinge so einen Cut versetzen, dass es so aussieht, als würde er von diesem anderen Move gerade bluten und so. Das war schon auch gut hinter die Kulissen geguckt hier bei dem Film. Ja. Sehr schön. Apropos Bluten. Ich glaube, wir sind ausgeblutet für heute, oder? Ich fand es auf jeden Fall, ich weiß nicht, das ist mir jetzt noch im Hinterstübchen geblieben, ich fand es auch ein großartiges Detail in dem Film, wie er immer Probleme hat damit, bei seinem vollen Namen genannt zu werden, weil, wie heißt er nochmal, Rosinski oder so, Ramsinski? Ja, irgendwie sowas. Irgendwie, aber er will halt der Vollblut-Amerikaner sein, das ist ja sein ganzer Auftritt, bei ihm kommt ja auch immer amerikanische Flaggen von allen Seiten und so und auch wo er am Schluss gegen diesen Ayatollah kämpft, ist es so Amerika gegen... Wo auch immer. Iran. Ist es eine iranische Flagge? Ja, okay, gut, genau. Also ja, sein ganzes Image und so. Und das zieht sich so schön durch den Film. Das war so ein kleines Detail, was ich auch super cool fand eigentlich. Ach ja, eins noch zu The Wrestler. Mein Fazit, Meisterwerk angucken. Ja, und gibt's bei Amazon Prime. Ja. Ja, ich würde dem auch... Ich habe jetzt, glaube ich, dann dreimal 4,5 heute, weil ich bestehe immer noch auf diese Punkte. Der Einzige, der heute Punkte vergeben hat. Ja, ich weiß schon. Aber das Lustige ist irgendwie... Ich finde den Film super großartig. Am Schluss irgendwie der kratzt ja schon immer so ein bisschen an der Sentimentalität. Sentimentalität. Genau. Ja, der kratzt schon so ein bisschen am Salamander. Und irgendwie denke ich mir dann auch immer am Schluss so, ach Mensch, ich kann es dann verstehen, warum es doch macht, aber irgendwie wünsche ich mir dann doch so ein bisschen Happy End für die beiden und irgendwie tut mir dann Marisa Tomei auch so ein bisschen leid, dass er sie dann so stehen lässt. Aber ich verstehe auch ein bisschen, dass er zu Sweet Child of Mine nochmal auf den Ring muss. Trotzdem. Gott. Trennungsgrund Guns N' Roses. Ja. Nee, aber super großartig. Dreimal 4,5. Ja, und bei mir ist er der Top 5. Trennungsgrund lieber Slash-Fan eher Axl Rose. Ja. Okay, also ich kann mit Guns N' Roses nichts anfangen, aber ich kann was anfangen mit Telehorst 29 bzw. 28. Wir wissen, das müssen wir jetzt dann mal ausstreiten. können wir uns ja, wir treffen uns im Ring, du. Ene, mene, mu, Andi, was meinst du? Ich bin heute mit der Themenwahl dran, gell? Ja. Wir hatten ja im Vorgespräch schon, das Jahr hat nicht gut begonnen. Ich war heute 12 Stunden damit beschäftigt, eine Katze zu suchen. Es ist zum Glück gut ausgegangen. Die nächste Folge widme ich der lieben Elmar. Und es ist Telehorst Folge 36, glaube ich. Und nein, 28. Folge 6. Was? Wie kommst du auf Folge 36? Nein, nicht Folge 36. Thema 36 in unserer 500-Themen großen Liste ist nichts für Allergiker, Filme über Haustiere. Oder Filme mit Haustieren oder so.
Okay. Okay, das ist ziemlich cool. Ja, wie gesagt, ich hatte viele gute Themenvorschläge, aber dieses Wochenende war so traumatisch und prägsam, dass ich dachte so, ach Mensch, liebe Leute, legt euch kein Haustier zu. Nein, das stimmt nicht, das will ich damit nicht sagen. Der Moment, wo sie wieder aufgetaucht ist, war schöner als der, wo sie abgehauen ist. Das sagst du nur, weil die Besitzerin gerade zuhört, oder? Nö, ich glaube nicht. Aber... Also jetzt live zumindest nicht. Aber ich hoffe, sie hört sich's an und ich freue mich, dass die Katze wieder aufgetaucht ist. Ich freue mich sehr und ich dachte, das war, das hat irgendwie thematisch gepasst. Und ich dachte mir auch, liebe Zuhörer, wir freuen uns ja immer auf Themenvorschläge. Ich würde sagen, jeder, der jetzt an einen Hund namens Beethoven denkt, hat verloren. Da hoffe ich, dass ihr da auch nicht dran denkt. Aber ich glaube, da gibt es schon echt mal schön. Ich habe zum Beispiel jetzt auch noch keinen Plan, was ich nehme, aber das hat sich heute wirklich so ergeben einfach. Ja, aber lass uns drei doch jetzt mal in den Backstage-Bereich gehen, oh, damit wir uns noch mal ein bisschen nachbesprechen können. Ich würde sagen, wir erlösen jetzt die Zuhörer von uns und unserer überschwänglichen Dinge. Du, Andi? Ich freue mich auf Haustiere jetzt. Ja, ich mich auch. Dann wünsche ich mal gute Nacht. Ja, macht's gut. Und macht's gut. Tschüss. Schicht im Schacht. Ciao.